Herzlich willkommen und hallihallo zu einer weiteren Runde Baldur's Gate 3 auf meinem Kanal. Ich habe gerade schon ein bisschen versucht, mich zu erinnern, weil wir haben jetzt wieder eine Woche lang nicht gespielt, bis aufgenommen. Und ich wollte gerade schon sagen, was ich mich noch erinnere, ist, wir hatten die Adamant-Schmiede mehr oder weniger geklärt, hatten die Events dort gemacht, aber eigentlich hat es eine Mission für Schattenherz, dass sie in den Tempel will. In diesen tiefen Tempel, glaube ich. Wo ich keine Idee hatte, wie ich hinkomme. Moment, das war auf der anderen Seite hier mit dem... Genau. Und hier gibt es auch noch was. Irgendwie einen Ausgang, wo wir noch nicht waren. Also es gibt noch ein paar Sachen zu entdecken. Hier war man letztens am Rumlaufen. Das ist das mit dem Minotaurus hier oben. Oh, oh. Die scheinen zu schießen, wenn ich, glaube ich, von der Seite rangehe. Das ist natürlich nicht, was ich will. Glaube ich. Aha. Komme ich da durch? Ich komme da durch. Wo bin ich denn jetzt? Achso, lol. Ja gut, hier war ich schon. Das ist nicht so wichtig. Machen wir alle wieder zusammen. Und hier haben wir, glaube ich, auch das meiste schon gelootet. Nee, da nicht. Jutesäcke. Freizeitsandalen. Nee, ich will nicht mit Sandalen rumlaufen. Den haben wir auch schon gelootet. Ich glaube, hier sind wir dann auch relativ durch. Es gibt noch so ein paar Knochenhaufen, aber da ist meistens ja auch nichts drin. So, die Frage ist... Hier habe ich noch was nicht entdeckt. Da. Das da. Der da. Der Bereich. Also das sieht jetzt auch nicht so spannend aus. Sind wir ehrlich. Müssen wir ja sehen, wenn da irgendwas wäre jetzt in der Stelle, wo wir sind. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich doch nochmal auf die andere Seite. Wop, 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 da. Ob ich jetzt das Boot hinge... Achso, wir müssen da auf das Boot, ne? Ich bin nicht mit dem großen Boot gekommen, was hier noch auf der Map zu sehen ist, lustigerweise. Was das nicht mehr da ist, aber ich bin mit dem kleinen Boot gekommen. Das ist dann da drüben. So. Kletter, 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 kletter. Can't give up now. Wir haben noch eine kurze Rast. Aber ich habe noch komplett meine Punkte. So, zu kurz Ruderboot. Zur Krümmschmiede fahren. Let's go. So, jetzt sind wir hier bei der verlassenen Zuflucht, weil hier natürlich keine Sau mehr ist. Die Frage ist, ob es hier noch weiter runter geht. Von hier hat man noch was gesehen, dass hier in dem hinteren Bereich noch was ist. Ich sehe aber jetzt hier sonst nichts, wo ich noch... Hier, da kann ich noch weiter, glaube ich. Das sieht zumindest danach aus. Moment. Wenn das Norden ist, dann wollen wir da lang. Okay, ich muss es jetzt mal mich kurz richtig ausrichten. So, wir wollen hier hoch. Ha! Das ist ja spannend. Auf der Map ist hier noch ein Weg eingezeichnet. Da weiter. Hä? Ist das unter mir? Das ist unter mir. Wenn dann... Das ist da lang. Das ist auch eine Marmitriel. Da ist noch Marmitriel. Wir können noch was herstellen. Geil. Frage, müssen wir da nochmal für den... Nochmal für den Boy gehen. Das habe ich hier gar nicht gesehen. Ja, komm mal runter. Komm mal runter. Oh, ich bin zu weit gesprungen, oder? Nee, geht noch. Okay. Du hast jetzt wehgetan, ja, wo der Halbling nichts gemacht hat. Ja, oh Mann.
Hüpf. Oh, ich kann nicht so weit hüpfen. Aber ich darf nicht. Oh. Guten Tag. Ich bin überrascht. Man darf deswegen im ersten Zug nichts machen. Aua. Taler hitzen. Ugh. Taler hitzen Nachteil ist weg. Was wird das bedeutet? Schutzgeister, I guess. Weil die so schön alle nah sind. Nekrotische Schaden. Let's go. Das war nämlich viel, was wir jetzt geklärt haben. What? What happened now? Wait. Kann ich ihn größer machen? So, Bennett folgt halt brennend. Gruppe hat 75 Erfahrung, Schutzgeister. Da ist halt einiges mit Schutzgeistern passiert. So, hat folgende Zuschauer erhalten, Aura Schutzgeister. 16, 13, die haben nicht so viel Leben, ne? Die haben 12. Die sind halt Stufe 1. Nee, Stufe 3, aber die haben trotzdem so wenig Leben. Du bist Lazelle, ne? Ich glaube, explodieren die? Magma wäre getötet, mein Rettungsruf geschaltet gegen Schutzgeister. Können sie jetzt nicht mehr auf Metall erhitzen? Karlach wurde getroffen, hat einen Feuerschaden. Ja, ich glaube nämlich, die explodieren machen irgendwie Damage. Dunkelsicht, Klinge, Todesexplosion, Feuer. Ja, genau, das ist das Problem. Aber ich weiß nicht genau, warum Ben jetzt dann gelaufen ist. Werfen. Würfeln ist ein Kopf. Ah! Sehr schön. Da müssen wir durch Feuer laufen, hab ich wenig Bock drauf. Karlach wird aber wahrscheinlich mal hingehen eher. Ansonsten könnte ich nur noch den extra Angriff Sturmangriff machen. Oh, dann kann ich aber immer noch schubsen. Athletisch erfolgreich, ist er richtig weit geflogen, der gute Mann. Dann hauen wir noch einen über. Rettungswurf gelungen. Ausbruch des Todes. Ausbruch des Todes ist ja aber jetzt eine Bezeichnung, die ich nicht so gerne hören will. Kann ich noch laufen? Ich kann noch aus dem Feuer rauslaufen. So. Kann sogar noch ein Stück höher laufen. Hier, zack. Und bitte wieder das normale Equipment nehmen. Das ist ein Fernkampfangriff, oder? Weil hier will ich nicht hinlaufen. Schade. Hallihallo, John. Wunderschönen. Den habe ich direkt gesehen. Ach, dammit. 70% zweimal Fehlschlag. Das ist doch kacke. Ja. Ich habe keine Bewegungsreichweite mehr, oder was? Ich habe literally keine Bewegungsreichweite mehr. Das ist schlecht. Dann würde ich ja sagen, wir müssen eine Runde Nebel schritten, um uns in Sicherheit zu bringen. Warum kann ich nicht hier hin? Achso, doch, dahin kann ich Nebel schritten. So, und dann machen wir hier 1 bis 10. Ja, ich kann eh nicht den anderen treffen, dann können wir beides auf den machen. Flop.
Ja, du fehlst hier hinten halt jetzt noch, ne? Du musst irgendwie... Hä, du bist einfach da stehen geblieben? Das ist ja fies. Wo kann ich denn da hinspringen? Schattenherz, du gehst mal hier rum. Und dann schießt du dir einfach ab. Geh doch. Alle stehen bleiben. Jetzt nicht mehr alle stehen bleiben, wenn du eh schon da bist. So. Haben wir den Hinterhalt gemacht. Jetzt lohnt es sich auch wieder, das zu machen. Ach man, Sicherheitsspeichern. Und das können wir, glaube ich, wieder kleiner machen und gehen zur neuesten. Ich habe hier nämlich noch gesehen, dass es hier nochmal Adamant Mitral Ader geht, wo man Adamantit natürlich draus machen kann. So, dann looten wir natürlich auch hier die Viecher. Die Magma-Dinger. Herzförmige Stein, Öl der Verbrennung und Apfad. Die haben echt Edelsteine in sich. Null. Also wenn man Edelsteine braucht, dann wohl die Viecher platt machen. Hurri. Der AOE von Schattenherz hat da ordentlich reingeknüppelt. Ordentlich, ordentlich. Was? No traps, please? Jetzt müsste ich halt hier runterhüpfen. Muss ich motivieren, einkaufen zu gehen? Meine Motivation ist immer Hunger beim Einkaufen gehen, bin ich ehrlich, vorher gehe ich nicht. Von daher kann ich das verstehen. Totensprechen, rascher Rückzug. Bücher. Fällt mir ein, habe ich mit Totensprechen habe ich gar nicht aktiviert, auch mit Tierensprechen habe ich nicht aktiviert. Erst mit Tierensprechen aktivieren. Und mit Totensprechen hatte ich ein Amulett für, ne? Ich habe viel zu viel Inventar. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Habe ich das jemand anderem gegeben? Ich habe das Schattenherz gegeben. Dann sollte Schattenherz aber mit Totensprechen auch aktivieren. Ja. Das sieht man nicht. Wir müssen selber dran denken, dass Schattenherz mit Toten reden kann. Granitsitze. Oh, ich kann mich hinsetzen, der Tuftlul. Ich gehe einmal die Woche. Weil dann stimmt das doch gerade. Vergrößern. Schutz für Energie. Die Geschichte der Grimmschmied, die haben wir schon gelesen, oder? Also einmal die Woche einkaufen gehen, mache ich tatsächlich. Oh, mache ich schon eine Weile nicht mehr. Habe ich früher auch gemacht, machen meine Eltern auch, aber ich. Inzwischen geht viel Lumi einkaufen, muss ich ehrlich sagen. Ich gehe selten einkaufen. Aber wenn ich jetzt mal angenommen bin, 2 Wochen für mich, dann gehe ich auch 2 bis 3 Mal die Woche einkaufen und kaufe dann kleinere Mengen. Der Einband des Buches ist dicker als seine merkwürdig nichtssagenden Seiten. Wir wissen wenig von unseren Vorgängern, aber wir wissen, dass sie die Ehre des Verlusts verehrten. Wir wissen, dass sie große Festungen erbauten und nannten. Doch woher sie kamen oder woher sie gingen, ist für Cathicton Mysterium. Wir wissen, dass Schars auserwählt ihren Ruf gehört hat. Die Grimmschmiede hat unserer Herrin 800 Jahre gedient und wird es wieder tun. Ich glaube, das haben wir schon gelesen, ja. Das kommt mir bekannt vor. So, wer von uns hat jetzt die Spitzhacke? Also auf jeden Fall bist du die Stärkste, deswegen machst du das hier. Ich glaube, du musst die Spitzhacke wirklich ausrüsten, ne? Hier kann ich nicht suchen, das ist ein bisschen blöd. Da ist die Spitzhacke. Ich will weiter unten hin. So, Karlach. Spitzhacke. Du machst das. Dankeschön. Dann gönne ich mir nämlich das Erz. So, und Karlach muss aber wieder ihr schönen Zweihandachst nehmen. Bis später, John. Viel Erfolg. Moment. Das musst du lesen. Die Anhänger der Herren, ein Register stolz an, rekrutiert von ihrem treuen Paladin Catholic Thorm. Okay. Ist dir wurscht. Auch wenn du es aufhebst? Na gut.
Elixierte Feuerresistenz. Ha. So, jetzt bin ich hier aber auch am Ende der Fadenstange angelangt. Ich finde, das müssen wir sowieso nochmal dahin. Nicht überreichbar, das ist eine kleine Lüge. Man kann hier runterfahren, das dürfen wir nicht vergessen. Ich komme, wenn man runtergefahren ist, noch irgendwo hin. Das war hier hinten, ne? In die Richtung war das, wo es weiterging. Also hier. Nee. Eben nicht. Im Westen ist das. Müsste der Bereich sein, wo man hin konnte. Und in dem Bereich, wo ich nicht weiß, wie ich hinkomme. Hier oben sind aber noch Sachen nicht entdeckt. Sehe ich gerade, wo ich noch laufen kann. Müssen wir wahrscheinlich nochmal hingucken und alles ganz genau erkunden. Aber erstmal müssen wir... Hä? Ihr könnt doch da hinlaufen. So, wir müssen dann die letzten Hüpfer müsste machen, ne? Krümmt hat sogar einen Namen. Die Frage ist... Du hattest doch die Formen, ne? Streitkolbengussform, Langschwertgussform, Krummsäbelguss. Was ist Krummsäbelgussform? Du bist die von... Du hast jetzt eigentlich ein Langschwert. Fala Aluv-Melodie. Das Schwert summt erwartungsvoll, bereit, in untrigen Kreischen oder stärkere Gesänge, stärkende Gesänge auszubrechen. Kurze Rast. Aha. Nach Typ sortieren. So, dann. Hä? Ist das nicht mehr so zusammensortiert? Krummsäbel, Streitkolben, Langschwert, Schienenpanzer. Schienenpanzer haben wir jetzt schon. Das ist der, den sie hat. Adamant, Schienenpanzer, sehr selten. Ja. Schienenpanzer, Streitkolbengussform. Denn Zweihandgussform hatte ich gar nicht, ne? Hätte keine anderen Gussformen. Doch da. Eine Schuppenpanzergussform. Diese Gussform scheint zur Verwendung in einer bestimmten Schmiede vorgesehen zu sein. Schuppenpanzer ist doch... Ist wahrscheinlich doch leichte Rüstung, oder? Mittlere Rüstung. Dann würde ich ja das versuchen zu machen, statt einen Schienenpanzer. Der schwere Rüstung ist. Das heißt, Lizelle... Gussform Ausrufheben? Achso, Quatsch. Gegenstand einsetzen, Schattenherz. Das würde ich machen. So, jetzt nehmen wir hier den Schuppenpanzer. Yes. Das funktioniert. Let's move. Und den Tiegel machen wir das Erz. Müsste es hier ganz unten sein? Da, Mithralerz. Zack. Einfügen. Einfügen erfolgreich. Müsst ihr schön alle hier hochkommen, Leute. Ganz entspannt. Schmiedehebel. Kaboom. Frage, wer jetzt nochmal so einen Wächter bekämpfen müssen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Unser ganzes Blut hier, unser vergossenes. So, Lavaventil. Flop. Schmelzofen. Schmelzen, schmelzen, schmelzen. Anscheinend nicht. Schmiedehammer. Seid ihr doof? Ach, come on. Ihr seid doch ein bisschen doof, ey. Da einfach in die Lava zu rennen. So, das war jetzt für dich wahrscheinlich. Adamant Schuppenpanzer. Nimm mal. Auswurfhebel. Flop. So, wie sieht denn jetzt der Adamant Schuppenpanzer aus? Mittlere Rüstung 16.
Magische Ritterrüstung, nicht erlittene Schaden ist um 1 verringert. Adamant, Rückschlag. Wenn dich ein Nahkampfangriff trifft, taumelt der Angreifer 2 Züge lang. Nach der Beheimlichkeit würfen schützt den Träger vor kritischen Treffern. Ziemlich awesome. Sind wir ehrlich. Die Viecher sind, die Dinger sind ziemlich awesome. Taumel nach der Beheimlichkeit mit dem Schützenträger für kritischen Treffern. Ja. Damit ist unsere Frontline theoretisch sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel tankiger geworden. Also nicht nur haben wir jetzt höhere Rüstungsklasse, sondern wir haben halt einfach auch Schutz vor kritischen Treffern. Komm ich jetzt da hoch? Wie kam ich wieder nach oben? Da, ne? Nee, doch, da, Knopf. Abschlussstrecke. Wuhu! Ich glaube, sonst gab's da unten echt nix. So, da haben wir schon zwei Sachen der Adamant-Schmiede gemacht. Nice. Die ist schon cool designed. Die ist schon sau cool designed. Moment, hier geht's ab. Moment. Was? Ist das so, dass der. Das ist der Ausgang, wo wir denken, wo es nicht weitergeht, wo wir uns den Ring geholt haben, das Amulett geholt haben. Was wir nach Baldurs Tor bringen sollen. Auf Wunsch des Amuletts, natürlich. Zu hoch. Ich komme nicht hingesprungen. Scheiß Ernst. Machen wir das mal anders. Du kannst das doch bestimmt, oder? Du kannst nämlich so hoch springen. Lock auf lockig. Frage ist. Okay, Karlach kommt hinterher. Schattenherz kommt hinterher. Ich glaube, ich bin hier nie rausgelaufen, ne? Weil ich mich sowieso teleportieren wollte. Weil wir hier noch gucken wollten. All's well that ends. Not as bad as it could have. wir wollen nach Westen tendenziell. Wo kommen wir denn hier nach Westen? Das sieht ein bisschen so aus. Es wird hier nach unten gehen. Let's try. Alternativ. Uch, das sieht nicht so aus. Es ist richtig. Ich will zurück zu meinen Charakteren. Need to find a way forward. Das hier sieht aus, als würde es hier noch weitergehen. Auf jeden Fall kann man hier nach unten klettern. Einen alten Schar-Tempel zu finden, wäre jetzt schon awesome mit so einer Schar-Jüngerin im Schlepptau. Halt, da ist noch was zum Einsammeln. So, jetzt können wir hier rüber springen oder runter, glaube ich, oder? Ne, runter sieht schlechter aus. Darüber. Schaffe ich das? Schaffe ich gerade so, oder? Das ist jetzt ja. Trap. Be cautious. Entschärfen. Und gib mir den Bonus. Und 15 schaffen wir das noch, oder? Bin einfach ein guter Fallenentschärfer, würde ich mal sagen. Und dann noch Schloss knacken. Auch 15. Let's try. Ja, ganz entspannt. Ganz entspannt. Nie ein Problem gewesen. Der echte Blitzi-Funkelwald. Blitzaura, Klassenaktion. 1 bis 6 Schaden. Verbrauche 3 Blitzladungen und der Fessler einen elektrisierten Stoß. Der Gegner in der Nähe Schaden zu wirken und sie durchrüttelt. Was ist denn durchrütteln? Nochmal 1 bis 4 Schaden pro Zug und kann nicht reagieren. Oh. Da muss ich aber erstmal Blitzladungen kriegen. Also es ist schon cool, aber... Warum rennst du eigentlich nicht mit dem Nahkampfset rum? So, dann kriegst du erstmal ein hübscheres Schild.
meine Liebe. Weil du hast noch ein Shit-Schild. Zack. Aber trag mal dein Schild selber. Ich habe keine Lust darauf, das zu tragen. Ich habe keine Lust darauf, das zu tragen. So, Karlach, du musst mal hier auch noch ein bisschen mehr tragen für mich. Glaube ich. Vergiftet er? Die Waldillusion ist gebannt, die natürliche Natur. Warum habe ich denn einen fucking vergifteten Apfel dabei? Also ich weiß, wo er herkommt natürlich, aber warum habe ich den fucking dabei? Das können wir an Karlach schicken. Die ganzen Öle schicke ich alle an Karlach. Die hat sonst gar nicht so viel zu tun. Elixier der Arkan-Kultivierung. Was ist denn bei mir so schwer? Alchemiebeutel. Oh, mein Reiserucksack. Ist so schwer. That's the problem. Wenn ich schon sowas hier sehe. Ans Lager senden. Sortieroptionen. Nach Gewicht. Jo, ganze Fische hier ans Lager senden. Gegrillte Rohröppchen ans Lager senden. Ich glaube, wir haben noch so viele andere Sachen, dann können wir auch das ans Lager senden. Zerlegtes Schwein. Können wir vielleicht auch mal lieber im Lager uns anschauen. Was zu saufen. Drei Lagervorräte. Wir haben ja 36 Lagervorräte in Äpfeln. In fucking Äpfeln. So, da haben wir schon einiges gekonnt jetzt, was wir ins Lager gesendet haben. Aber ich glaube, dann war es das hier an der Stelle schon. Aber hier geht's doch safe weiter. Hier sieht's krass danach aus. Gut. Halt, nee, du bist nicht der. Du bist nicht der, Leader. Also, bis man hier jemanden mal an die richtige Stelle manövriert hat, die man das haben will. Dauert schon einen Moment. Und sie ist halt wieder geschmolzen, ne, die schlaue Tante. Kann ich das hier unten eigentlich auch irgendwie sortieren? Kann ich anscheinend nicht, oder? Ich meine, wer brennt hier jetzt gerade und stöhnt rum? Ich kann das hier nicht sortieren, ne? Ach hier, nee, so. Kann ich mir nur die Sachen anzeigen lassen, die hier sind? Weil ich habe gerade das Gefühl... Ja, genau. Ja, dich brauche ich zum Beispiel nicht. Nicht da drin. Trank des Sprechens mit Tieren, dich brauche ich auch nicht in der Schnellleiste. Trank des Gedankenlesens brauche ich auch nicht in der Schnellleiste. Gegengift vielleicht schon. Dich brauche ich nicht in der Schnellleiste. Flasche Sporn der Hast. Trank des Federfalls. Nee. Also da wäre noch ganz gut, wenn man das irgendwie auto sortieren kann. Ein bisschen Angst, dass ich jetzt gleich irgendwas auslöse oder was für einen Benutzer. Oh, kein Elixier von irgendwas, glaube ich. Eine Schnellleiste. Trüger Gegengift. Tendenziell brauche ich das auch nicht. Und weiter nach rechts komme ich jetzt gar nicht so einfach. Hier Gegenstände. Da kann ich nur Gegenstände machen. Dann mache ich das hier wieder so dahin. Und das wieder so dahin. So. Hier komme ich auf nur Gegenstände. Elixier der Wachsamkeit braucht man nicht. Elixier der Feuerresistenz braucht man nicht. Elixier der Giftresistenz braucht man nicht. Elixier der Arkan-Kultivierung braucht man nicht. Schriftrollen. Vielleicht irgendwann mal einfaches Gift. Muss eine Waffe führen, die überzogen werden kann.
Habe ich das weggeworfen? Nee. So, jetzt haben wir das zumindest mal wieder ein bisschen reduziert. Na, irgendwie krabbelt meine Nase gerade wie verrückt. So. Wo geht's jetzt zu der... Hier geht's noch rum, ne? Achso, nee, hier war das. Aber hier kann ich... Hier gibt's keinen Weg auf die andere Ebene. Hier ist auch nicht das, was ich wollte. In die falsche Richtung gelaufen. Muss mal zurückgehen. Das ist, glaube ich, eh gelootet. Wenn ich das richtig verstehe. Hier waren wir gerade. Lauf, Forest. Hier waren wir nicht. Da geht's runter. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden, hoffe ich. Das sieht zumindest sehr richtig aus hier. Hallihallo, Xan. Ja, du hast einfach 3 Wochen später als alle anderen angefangen. Da kann ich mit dem langsamsten Playthrough der Weltgeschichte schon vor dir sein, ja, ist richtig. Und tschüss, Xan, by the way. I know this rune. An enterprising harper has hidden supplies nearby. Either the harpers are terrible at hiding their stashes, or this is a trap. Also erst 12 Stunden im Safe Game, ja, ich bin bei 25. Ah, das hier ist die Hafner-Rune, ne? Ha. Huh. Ein Stück Gold. Entweder ist das Wahrnehmung fehlgeschlagen. Können wir alle anderen versuchen, bitte noch hier hochzukommen? Schon 2,5 Quests gemacht. Ja, ich glaube, ich habe schon viele Quests ignoriert, mal ehrlich. Okay, einer hat es geschafft. Sehr schön, danke. Was? Ah, das ist eine Mimik, oder was? Untersuchung. Holztruhe, Resistenzen robust, gewöhnliche Truhe aus Holz. Nee. Hä? What? That foul beast wants to ambush us? Und ich kann da drauf aufheben, nicht möglich zu schwer aufheben, öffnen. Hauptangriff. Das ist doch eine Mimik, oder? Wenn die sagen, this foul beast wants to ambush us? Haha, sag ich doch. Servus. Na dann, das ist eine Aktion. Dann zerfleischen, let's go. Blutung, it is. Blutung, it is. Wir hauen einfach nochmal drauf. Eine Stufe 3 Mimik ist eigentlich nicht mehr so problematisch. Ich kann es noch fesseln. Oh ne. Oder auch nicht. Oh, da kommt noch ein. Oh, no. Never mind. Ich habe nichts gesagt. Das sind ja 3 Mimics. Das heißt, wir machen eine Mimics gemeinsame Sache. Wächterkampfstil ist. Fatz. Don't hurt my Basil, please. So, und du kannst mich einfach 2-mal zuhauen. Ja, dann ist die erste schon down. Dann können wir nicht mehr das machen, dann können wir dich wieder zum Bluten bringen. Zack. Aber zu fleischen ist es halt nicht funktioniert. So, ja dann. Die Alternative wäre den beschwören, Vertrauten beschwören, Kratzer. Ach Quatsch, ruf da. Was? Doppelkrit. Der ist geflogen.
das krass. With haste. Der ist aber von hier runtergeflogen. Barden, spielst du Barde, Xan? Was ist denn, oder was ist deine Main Class? Doch, muss ja Barde sein, ne? Es gibt sonst keine Barden in den Characters, die du triffst. Doch, ich denke schon. Ich denke, Barden sind halt Allrounder, ne? Die können alles relativ okay. Von daher denke ich schon, dass man mit Barden auch was machen kann. Hopp. Und jetzt haben wir dich. Beharrlichkeit macht noch einen Damage. Also Lumi spielt ja auch einen Barde im Dingens. Oh Gott, das ist... Please dahin. Ich schaff dir jeden Ability-Check, egal wie schwer, aber im Fight bin ich nicht ganz so sinnvoll. Du bist, also im Fight ist, gefühlt sich der Barde halt ein bisschen wie eine Supporter-Klasse, so Buff-Debuff-Klasse an. Ja, ich glaube, brauchen wir nicht mehr alle unsere Ressourcen raushauen. Die treffen uns ziemlich schlecht, sind wir ehrlich. Brauchen wir auch keinen Rage mehr anmachen. Wir slappen sie einfach nur aus ihrem Leben. Oder sie fliegt halt einfach gleich wieder, aber ich will sie eigentlich looten. Zug beenden. Spielzeugtruhe. Danach habt ihr euch geklont? Lol, what? Das ist ja lustig. Fertig. What's that? Best be on my way. So, wundersame Handschuhe. Ich wusste doch, ich sollte sie nicht runterkicken. Das nehmen wir mit. Mindestsängerwunde. Deine Rüstungsklasse wird um 1 erhöht. Wenn du zu sich aber auch über badische Inspiration fügst, hast du eine weitere Anwendung. Guck mal, Xan, ich habe was für dich gefunden. Ausrüsten. Habe ich eine Rüstungsklasse mehr? Nice. So, was ist jetzt mit der Spielzeugtruhe? Aber Trap. Schloss knacken. 20. Da fällt mir ein. Oh, wieso habe ich den blauen her? Den roten hatte ich. Warum habe ich denn jetzt den blauen her? Egal, wir nehmen den blauen. Bei den roten finde ich doof, weil die 20 das Larian-Symbol ist. Wir nehmen den blauen. Let's go. Pray to our Jesus. He give it and he take it. Please give it now. Yo! He give it! Yo, jetzt musst du doch, glaube ich, nochmal knacken auch noch. Ja, das ist das gleiche. Please! Na, das sieht schlecht aus. Was? Das heißt, wir haben von 14 eins verbraucht. Ich würde sagen, wir machen einfach nochmal. Ohne Inspiration, so mit Diebeswerkzeug. Komm schon. Ja, sehr gut. Da haben wir es schon. So, ganz entspannt. 20er. Schriftrolle mit Hinweisen. Lesen. Die erste Zeile der Schriftrolle sind in formeller, kunstvoller Schrift verfasst. An die Smaragd-Enklave und jene, die dieser Aufzeichnung würdig sind. Es grüßen die Harfener. Wisst, dass Catherick Thorne, Paladin der Schar, zahlreiche Verbrechen gegen Körper und Geist schuldig ist. Dazu gehören Mord, Sklaverei, Entweihung heiligster Tempel. Dies ist unsere Absicht, eine Allianz zwischen den Harfenern und der Smaragd-Enklave. Vereint können wir Thorns Schreckenherrschaft beenden. Die hohen Harfener erwarten sehnlich eure Nachricht. Das ist, glaube ich, dann nie angekommen. Sind wir mal ehrlich. Das ist da nie angekommen. So. Ja. Moment, aber weiter geht's ja trotzdem nicht, ne? Ich komme nicht dahin. Obwohl es voll so aussieht, als könnte man dahin. Das macht mich fertig. Das macht mich fertig.
Und hier rüber juckeln, springen, teleporten. Weiß ich nicht. Es sieht so aus, als könnte man irgendwo runtergehen. Wird das noch ein Thema sein hier, dieser alte Schar-Tempel? Der ist auch so riesig gebaut. Das erinnert mich so hart an Elden Ring, das Ganze. Ich vermute mal, wir können diese Notiz irgendwann nochmal verwenden. Die wird uns mit Sicherheit in der Smaragd-Enklave nochmal, dass wir uns als Hafen ausgeben können oder sowas, was bringen. Okay, sonst ist hier aber anscheinend nichts. Hab ich nur den Klettermaxen hier übersehen. Schade. Geht's hier hin? So in der Richtung irgendwie, irgendwas? Das ist das in der Mitte. Hier geht's dahin, aber ins Wasser runter darf ich nicht. Das ist das Abgrund markiert. Deswegen ist es eigentlich uninteressant. Die Reisetruhe schon gelootet? Nee, habe ich nicht. Lol. Anything of use? Essen! Mehr Essen für mich. Und einen Rucksack habe ich auch nicht gelootet. Noch mehr zu essen. Blaue Kappe, geile Pilze. Hier ist noch eine Holzkiste. Oh, ein Feinschärfewerkzeug und Seil brauche ich, glaube ich, nicht nochmal. Ich habe irgendwie schon zwei Seile dabei. Brauche, glaube ich, nicht 100 Meter. Hallihallo Sonics, einen wunderschönen guten Morgen. Dann kann ich leider nicht weiter schauen. Sonst spoilere ich mich zu viel. Ich weiß. Ich spiele Baldur's Gate 3. Battlegate wollte ich gerade irgendwie sagen. Das ist aber nicht schlimm. Ich habe das in dem Fall einkalkuliert, aber ich möchte es gerne selber spielen und vor allen Dingen auch, ups, das wollte ich gar nicht. Vor allem auch für YouTube aufnehmen, von daher. Oh, Moment mal, da ist. Ne, die Tür habe ich mir schon angeguckt. Das wird die komische Gifttür. Die sinnlose. Muss ich mich dahin porten? Von hier aus? Du hattest doch ein Widerstand gegen Gift-Ding. Nicht mehr? Das hatte sie mal. Hab ich ihr das rausgenommen? Glaube ich, ne? Schutz vor Energie. Ja, danke. Viel Spaß dir auch beim Weiterspielen. Ja, hier, Schutz vor Gift. Zauber ist nicht vorbereitet. Nehmen wir Wiederbeleben raus, machen Schutz vor Gift rein. So, Schutz vor Gift kannst du noch auf mich nämlich casten. Und dann machen wir mal kurz das, dann können wir einfach durchlaufen. Kann ich mich, wenn ich mich hier ganz vorne hinstelle? Rettungswurf, Giftwurf, genug. Ach Gott, ich hab die falsche. Lol. Ich wollte natürlich den, der mit Schutz vor Gift hat, laufen. Oh Mann. Oh Mann. So, kann ich jetzt? Nicht genug Platz, sagt er mir. Ich kann nirgendwo hinporten von hier aus. Ist nichts, was ich eine Option hätte. Irgendwo hinzukommen. Nee, ich glaube. Ich glaube, zum Tempel kommt man einfach noch nicht von hier oben. Ich wäre gerne hingegangen, aber ich glaube, kommt man noch nicht. Was ist einfach so? Jetzt rennt ihr einfach durchs Gift, ne? Ne, macht er nicht. Noch irgendwelche Seitengänge übersehen? Sieht, glaube ich, erstmal nicht so aus. Das sieht halt eigentlich hart aus, als könnte man hier weiter, aber müsste man nach oben und nicht da unten, wo die Adamantschmiede ist, müsste man deutlich oben drüber. Ja,
Hier gibt es jetzt aber so, als würde es noch einen geben. Blind gewesen? Damit geht es aber dann doch nicht wirklich weiter. Das gucken wir jetzt nicht noch nach. Ich bin der Meinung, ich komme da einfach nicht unten hin. Ist halt einfach so. Deswegen gehen wir dahin zurück. Der Aufzug Rauchpulvervorrat. Ich weiß nicht, was ich mit dem Rauchpulvervorrat soll. Wofür? Der ist vermarkiert, aber wir gehen halt nochmal hin, würde ich sagen. Müssen wir nur einmal komplett links rum, oder? Ne, wir müssen hier durch, durchs Wasser. Müssen hier durch, glaube ich. Ja. Rauchpulvervorrat ist da markiert. Das ist der. Hä? Den habe ich doch schon. Oh, das ist noch ein anderer. Die Markierung nutzt ja richtig viel. Das ist auch weg. Fuck. Komische Questmarkierung. Okay. Wir gehen wieder hier raus. Haben wir noch ein bisschen was bekommen hier unten? The boat beckons you aboard. Zurück zur Höhle. Mit dem kleinen Boot sind wir einfach durch das Ding durchgefahren, oder was? Wer macht denn das jetzt auf und zu? Wenn da niemand mehr ist. So, was sagt eigentlich... Das ist das Falsche. Was sagt eigentlich... Achso, und wir können hier wieder... What's next? Bei dir die... Vorbereitung ändern. Wir brauchen ja das nicht mehr. Beistand, erhöht die Trefferpunkte und 5 Heilung. Wasser erstellen, Tageslicht. Stufe 3 Zauberplatz. Fluchbrechen. Ich glaube, Fluchbrechen hatte ich mal drin, aber ich... Oh. Schutzgeist ist halt schon krass mächtig mit Stufe 3. So, jetzt die Frage. Hier haben wir auch noch nicht alles. Hier haben wir nämlich den zerstörten Turm noch nicht erkundet und die Stelle. Also sind wir, glaube ich, schon am nächsten dran. Wir wollen nach... so rum ist es, richtig? Wir wollen nämlich nach Süden. Hierhin so. Da in die Richtung, glaube ich, war es, ne? Ja. Komme ich da von hier aber hoch? Das ist eine gute Frage. Ich dachte schon, oder? Ich bin hier doch runtergekommen. Muss ich da ein Stück hüpfen? Ich glaube schon, ne? Muss ich, aber ist nicht so schlimm. Dieser verkackte Landhai, ne? Geht mir hart auf den Keks, der Typ. Komm raus und zeig dich! Kämpf wie ein echter Mann! Scheiß Viech. Ho? Dabei verrät die Map mir was. Was ich noch nicht wusste. Zu hoch. Kann ich das mit jemand anderem? Mit dir vielleicht? Ups, nee, nicht reden. So. That's what people mean when they talk about butterflies in their stomach. Did you want something? Sie ist verknallt. Nee, will ich gerade nicht. Ich wollte dich haben. Du kannst nämlich da hochspringen, ne? Ich sehe aber nichts mehr. No one back home will ever believe this. Die sollten nicht nach unten springen. Hüpf mal da hoch. You know, I've been catching myself smiling more lately.
Dankeschön, das ist sehr lieb von dir, Schattenherz. Wir müssen das mal hier trennen. So, und Laser, du kriegst jetzt auch noch hier. Nimm das. Das war die falsche. Du. So. Komme ich jetzt hier hoch? Anscheinend nicht. Objective noted. Hier sind jede Menge runtergefallen anscheinend sogar. Kann ich da hinspringen? Ja. Interesting. Okay. Kommst du da hin? Wir wissen ja jetzt, wo wir lang springen müssen. Okay, sehr schön. Hat sie geholfen. Ja, crave mal weiter. Das nicht erreichbar ist von hier aus. Pilzring. Ja, jetzt müsste ich halt nur alle anderen auch da hochkriegen. Und mein Halbling hat hier, glaube ich, ein bisschen Probleme, sind wir ehrlich. Okay, ich sehe nichts. Geht mal wieder her. Hier, Pärchen, könnt ihr zusammenlaufen? Kannst du da hochspringen? Nee, ist einfach zu hoch. Kann ich mir einen Buff auf Springen geben? Hab ich da was? Nach Typ sortieren. Schriftrolle des Federfalls gegen Fallschaden immun, flammende Hände, Fluchbrechen, Gedanken wahrnehmen, Glyphe des Schutzes, Knochenkälte, Gut und Böse, Energie. Dieses Spurt, ne, Spurt brauchen wir nicht, Plage, Person festhalten, mit Toten sprechen, Magierrüstung, Schwächestrahl, Spinnennetz, Strahlübelkeit. Warum ist das getrennt? Totstellen, zerbersten, verlangsamen, vergrößern könnte ich mir natürlich auch. Vampirberührung, unsichtbar aussehen. Ich glaube, ich könnte mich einfach selber vergrößern. Wie werden der Deal? Zauberwirken Ben? Auf mich selber. Wieso geht denn das nicht? Vergrößern? Auf mich. Springen. Dann halt von da drüben. Wieso geht das nicht? Alle anderen konnten das doch. Zu hoch? Ich bin vergrößert. Ich soll jetzt mehr Bewegungsreichweite haben. Ach, du bist doch kacke. Ja, sie kann das nämlich ganz entspannt. So ein Bullshit. Thomas has not seen such bullshit before. Also wenn wir größer sind, sollten wir eigentlich auch die Sprunghöhe haben. Tja, jetzt ist die Frage, wie wir das sonst machen können. Gab es nicht ein Elixier irgendwie des weit höher Hüpfens? Blitzresistenz, Feuergift, Wachsamkeit, Drowgift, das können wir direkt mal auch an Kalach geben. Arkankultivierung, Federfall, Gedankenlesen, Schlaf, Sprechen mit Tieren, Seliskenöl. Nee, irgendwie sieht das nicht danach aus, nach dem, was ich gesucht habe. Umwerfen, Wucht, Stab der Mondmaid. Kalach, viel Spaß damit.
Schutz vor Gut und Böse, Beobachterauge, warum habe ich das jetzt drin? Achso, Stimme des Zirkels. Gewähre einen Verbündeten einen mit plus 2 Würfen auf Überzeugen. Was und? Stimme des Zirkels. Ist einfach eine Buff auf Überzeugen, okay. Rede mit intelligenten Amulettklassenaktionen, KI-Wiederherstellung. Muss man die ganzen Sachen loswerden. Färbemittel Purpur. An Lager senden. Erinnerungssplitter. Adamantschlacke. Zu klein und zu beschädigt, um nützlich zu sein. Tja. Nee. Also wenn es nicht jemand anders hat. Den ganzen Kram. Sehe ich nicht, dass ich jetzt was hätte, was mir hilft. Seil wird mir natürlich helfen. Kann ich das Seil irgendwie runterlassen, dass dann mein Typ dran hochklettern kann? Toten sprechen, falsches Leben. Nee. Einschüchtern plus eins, dunkler Justiziar. Eigentlich muss ich das nehmen bei meinem Dude. Dann kriegst du das, kriegst du ein neues. Wobei du nie Blitzladungen bekommst. Aber es sieht hübsch aus. Sehe nichts, was in die Richtung geht. Verschwimmen. Toten sprechen, Beistand. Ha. Es sieht mir stark danach aus, dass ich Nebel schritten muss. Mindestens einmal. Weil auch den Sprung darüber schaffe ich nicht. Das heißt, sie müssen hier einen Nebelschritt machen. Kann ich jetzt weiter hüpfen? Ne, zu hoch. Darf ich jetzt? Zu hoch. Das ist ein bisschen beschissen. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Ganz entspannt. Ich wollte eine lange Rast machen. Damit ich... Moment. Lager verlassen. Zum Lager. Können doch mal mit dem reden, oder? Ja, Kratzer. Sagt er irgendwas, wenn ich ihn streichel? Okay. Lange Rast. Ja. Muss ich jetzt mal mit irgendjemandem reden? Oh, mit dir muss ich reden. Das Thema mit dem Blut immer wieder, ne? There you are, my friend. Was passiert? Wurde er angegriffen? That, a scratch. I ran afoul of a bear. He took a little of my blood. I took all of his. Klingt nach einer gefährlichen Mahlzeit. It's nothing compared to, well, other things I could be dining on, but significantly better than the rats and bugs Cazador served me. Ist das nicht egal? Blut ist doch Blut. Fliegen? Und womit hattet ihr das verdient? I existed. That was enough for him. He revelled in having power over me. Because those with power can do whatever the hell they want. Ihr meint, mit Macht kann man alles tun, ganz ohne Konsequenzen. Ihr seid frei, nur das zählt. Wir sind nicht machtlos.
Die Larven sind in der Hinsicht sehr wertvoll. Nee. Jetzt seid ihr frei, nur das zählt. Is it? What good is freedom if I'm always watching the shadows? No. I'll be safe when I'm powerful enough to grind Cazador into the dust. Powerful enough to do whatever the hell I want. Der hat ja was vor. Die Starken müssen die Schwachen beschützen. Macht korrumpiert, das sollt ihr nicht vergessen. Macht korrumpiert, das sollt ihr nicht vergessen. Oh, I hope so. A little corruption sounds fun. I spent centuries as the victim of a corrupt man. It was the Mind Flayers that plucked me away from that. They gave me a gift. The strength to take my own freedom. I'm embracing this power. You should too. Nah. Bin ich nicht so dafür. Kann ja aber jeder machen, wie er will. Moment, wo ist ein Schattenherz? Schattenherz steht bei dir auch in der Ecke. Hallo Schattenherz. Na, wollen wir noch was machen? I've been catching myself smiling. Das haben wir schon gehört. Zumindest etwas Besonderes. Ich glaube, ich möchte darüber reden. Very serious of you. But go ahead. Eine Beziehung wie diese habt ihr noch nie gehabt. Even if I could remember, I'm not sure I'd tell you. I don't want your ego to get overinflated. Das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt. Ja, da gab's nichts Neues. Na dann, zu Bett gehen. Auto auswählen. Hat sogar diesmal sinnvoll getroffen. Sehr gut. Lange Rast. Wir haben einen Haufen Wein dabei. Ich hoffe, ich stehe dann jetzt gleich noch da, wo ich stand. Lager verlassen. Tu ich. So. Moment, kann ich da hinschöpfen? Nope, zu hoch. Komme ich jetzt hier hoch? Zu hoch, Weg ist unterbrochen. Das ist nicht euer Ernst, ach Mann. Das war ja mal ein Aufwand, ey. Moment, Schattenherz, was bist du von mir? There's something I've been wanting to share with you, if now's a good time. Jetzt sind wir freiwillig von euch, geht's euch nicht gut? Lies in der Larve. Ich bin ganz Ohr. It's difficult to put into words. I think it might be easier to just show you. Oh. Use the tadpole. The connection. Come into das my mind. Das will ich eigentlich nicht. Seid ihr sicher? I'm sure. I trust you. Du siehst ganz schön edel aus inzwischen in der Rüstung. Okay, na dann versuchen wir das mal. Sonst benutze ich die ja nicht, aber wenn ich dazu aufgefordert werde. I don't remember how it started. Only how it ended. I was fleeing. Ach so, wo der, wahrscheinlich wo das Artefakt herkommt, ha? Huh? Was ist denn das für eine Frisur? LOL. Das ist sehr viel jünger. Okay. Aber ich denke, sie hat ihre Erinnerung nicht mehr. Ist das ein Wolf? Das ist wahrscheinlich, warum die eine Schar-Jüngerin ist, oder? Weil sie von der Göttin der Nacht gerettet wurde. Oh. Nee, da ist jemand von dem Schar. Das ist selbst eine Schar-Jüngerin. Sie haben den Wolf eingekreist? Mehrere Schar-Jünger haben den Wolf eingekreist. She asked my name. Can't remember what I said. Can't remember anything before those woods. All I know is she saved my life. Okay, so ist die Schar-Jüngerin geworden. With Lady Shah. Deswegen ist sie dir so treu. It hurts. Immer wenn sie sich erinnert, oder? That's all I remember.
You remember that it is common amongst Saluna's followers to send their children into the woods alone, a rite of passage to find their way home. Perhaps this one has gone awry. Religion. Ihr habt ausgesehen, als würdet ihr einen Mondstein tragen. Tragen das nicht normalerweise Seluniten? Dass die Anhänger des Lun ihre Kinder als Übergangsritus im Wald aussetzen und diese allein nach Hause finden müssen. Ich spreche sie mal an, ob sie zu den Seluniten gehören könnte. You're reading too much into things. A childhood bauble, that's all. Just because Selunites claim something doesn't mean they own it. Okay, ihre Eltern könnten also tatsächlich der genau gegenteiligen Göttin im Glauben angehört haben. Aber ja, klar, ihr habt das Gefühl, ihr schuldet euer Leben. Lady Shah. But yes, her and those who saved me and taught me her ways. The Mother Superior. Oh, die Mutter Oberin direkt selber. At least as best as I can remember. She taught me, trained me, punished me when I failed her, which was often. Er müsst ihr wichtig gewesen sein. Das klingt nach Missbrauch. Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, es klingt nach Missbrauch, aber in der, ich sag mal, in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt würde ich sagen, klingt es nach wichtig, weil sich die Mutter Oberin Zeit genommen hat, sie persönlich zu beaufsichtigen und anzuweisen. Perhaps I was. She sent me on this mission after all. So viele Schmerzen, es muss doch eine Möglichkeit geben, sie zu heilen. Ihr und ich, zwischen uns gibt es etwas Besonderes. Sie zu heilen. Pain is the gauntlet that all who love Lady Shah must endure. Only her embrace can truly heal me. Das Hallen in dieser to try and salve myself would do nothing but shame me in the Night Singer's eyes. Okay. Soll nicht leiden, euren Glauben zu leben? Überzeugen, was, wenn eure Wunden euch im falschen Moment quälen? Das könnte uns einiges kosten. Stimme des Zirkels. Let's go! Ja, das reicht doch dann irgendwie. Perhaps you're right. But there's little we can do about it just now. Maybe a way will present itself in time if Lady Shah. Sie ist schon mal bereit, drüber nachzudenken. Das ist ja alles, was ich erreichen wollte. Und das andere ist, glaube ich, das ganz normale. Ja. Tagebuch aktualisiert. Dunkelheit. So, jetzt sind wir hier oben. Curious. Silvanischer Stein. Tierkadaver. Verwenden. Guck ich wahrscheinlich wieder raus, oder? Fackel. Moment, du hattest doch jetzt noch keine Fackel. Du nimmst jetzt die Fackel für den Fall, dass wir dich mal brauchen mit einer Fackel. Hier. Ah nee, du hast eine Fackel. Hä? Wir hatten jetzt keine Fackel. Du hast keine Fackel. Zack. Aber warum hast du keine Nahkampfausrüstung? Das ist die viel wichtigere Frage. The fuck? Einfach ohne Nahkampfausrüstung unterwegs, ey. So, wir haben nur noch einen. Na gut, das ist dann halt so. Ha? Nachforschung hat doch irgendjemand geschafft hier. Eager for battle. Repositioning. Someone didn't want us intruding. Which means there's something worth finding. Okay, hier ist auch ein Pilzring. Wir haben uns aber mit den Pilzleuten gut gestellt. Also von daher. Ist das die Hexe wieder? Die hatte auch sowas. Bewucherter Tunnel. Wait, sind wir jetzt bei der Hexe wieder drin? Nee. Ist woanders. Schädel, Schädel, Schädel. Sieht aber aus wie das Hexenzeug.
Das sieht so krass aus wie das Hexenzeug. Ein ganzes Hühnchen. Hühnchen! Hühnchen ist back on the menus. Schweineländer. Hackebeil. Wo bin ich hier und was nützt mir das? Ich vermute, wenn ich die Hexe nicht geplättet hätte, wäre das hier ein Thema. Aber da ich die Hexe geplättet habe, ist hier einfach nichts mehr. Würde ich sagen. Would be my guess. Ist ein bisschen schade, dass dann hier nichts mehr ist. Also. Ich will jetzt hier auch nicht runterspringen. Weg ist unterbrochen. Ungültiges Ziel. Ja, das ist doch die andere Seite von dem Hexending, ne? Von dem Hexengrove. Ja, ja. Es ist die andere Seite davon, okay. Weniger spannend, als ich erhofft hatte. Da wir das Hexenthema schon durch haben. So, was ist das jetzt hier? Oh. Illusion? Ah ne, das nach unten teleporten. Okay. Wenn ich nicht wieder springen muss, I guess. Das war der perfekte. Muss man aber erst aktivieren. Okay, jetzt kann ich hoch und runter porten. Gut, dann ist der zerstörte Turm. Das, was wir noch nicht getan haben, ne? Ich habe keinen anderen Eingang gefunden in das Ding. Außer hier rüber. Und hier gab es diese. Mal Shift C? Steuerung C? Nee, Shift C? Sind alle am Sneaken jetzt. Never wanted the easy path. Hä? Nee, 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 nee. Okay, das Ding hat eine üble Sichtweite. Huch. Ich bin nicht sonderlich gut da drin, spurten. Rennen! Hat nicht getroffen. 17 robust. Speichern mal. Wir wollen vielleicht einfach nicht mit. Hey ho. Ich glaube, du müsstest die sein mit dem höchsten Rüstungsklasse, was das angeht. So. Spurten. Springen. Aha. Oh. So, jetzt die Frage. Wir können hier hinten rum irgendwie gehen, ne? Um da hochzukommen. Würde ich sagen. Huch. Lauf, Forrest! Problem ist, es wird instant auf uns schießen. 80 EP wieder dazugekriegt. Sieht ein bisschen aus wie auch eine, das ist wie der Eingang zum Schartempel. Ist das vielleicht der Eingang, den ich die ganze Zeit gesucht habe? Wait, hier sind doch. Ich kann ja nicht gucken. Ich wollte gucken, ob. Was das für Statuen sind. Hier ist auch irgendein Eingang. Gibt es auch Stufen irgendwo hin? Hier kann ich mich dahinter noch verstecken. Ha. Die zweithöchste
Rüstungsklasse hast du? Du springst aber beide nicht so weit. Deswegen spurtest du auch einfach hier hin. Spurt, spurt! Okay, das hittet mich nicht. Nicht wirklich. Hier müsste es auch sicher sein, oder? Vor dem und vor dem, ja. Ja. Ist nur nicht ganz so einfach, glaube ich. Aber hier müsste ich doch im... Wait a second. Hier müsste ich doch im rundenbasierten Modus voll okay sein, weil da kann es nicht gleichzeitig schießen, wenn ich laufe. Sprung. Hallo? Das war weird. Zug beenden. Kann ich hier Deckung suchen an der Stelle? Oder soll ich hier hinspringen? Bist robust, das heißt, das Material ist ziemlich hart, nur ein Schlag und mindestens 10 Schaden kann es beschädigen, aber das kriegt man doch hin. Also zumindest im Nahkampf kriegen wir das auf jeden Fall hin, im Fernkampf glaube ich nicht, weil wir 2 bis 9 haben. Aber hier mit dem 7 bis 20 soll man das hinkriegen, muss man halt nur rankommen. Zug beenden. Ja, du stehst natürlich jetzt Quatsch. Weil du kommst nicht mehr weit genug. Doch, nur du kommst dahin. Dann lauf. Und bei dir auf jeden Fall spurten. Hüpf. Und dahin. Da bin ich ja da auch schon mal in Sicherheit. Okay, das trifft mich trotzdem. Aua. I guess. Indolence breeds madness. Zielpunkt ist nicht erreichbar. Ja, jetzt habe ich nicht das Problem. Dass ich die falsche Waffe habe, ne? Wie kann ich das nicht wechseln? Geh mal hier hin. So, jetzt dürfte das mich nicht mehr beschießen können. Wahrscheinlich wollen wir doch das Ding einfach platt machen, oder? Hat das Magieresistenzen? Nekrotische Resistenz? Blitz ist das, was es am meisten trifft. Moment, es hat eine komplette nekrotische Resistenz, ne? Jo. Feuer auch nicht so gut. Ja, schlecht, ne? Ich hab nämlich... Aber Energieresistenz hat's nicht, oder? Physisch, Gift? Energie steht gar nicht dabei. Ne, Energie ist fein. Das Problem ist. Moving in. Ja, ich hab noch ein bisschen. Dammit. Gehen darüber. Und ich weiß nicht, du hast, glaube ich, keinen Ranged Attack so richtig. Deswegen. Der Sprung ist gut. Der spart uns, glaube ich, viel Weg. Und wir könnten sogar die Runde angreifen, oder? Rücksichtsloser Angriff. Brauchen wir keinen. Die Frage ist, wie viel machen wir denn damit? 5 bis 16. Ja, let's go. Schade.
Rücksichtsloser Angriff nutzt uns, glaube ich, nichts, weil wir dafür keinen Bonus kriegen. Komm schon. Kritischer Treffer 0? Achso, Moment mal. Ja. Deswegen. Das muss ich natürlich mit einrechnen. 10 mit einer Doppelresistenz ist natürlich schwierig. Das ist natürlich schwierig. Feuerresistenz, ich bräuchte halt dringend Blitz. Aber Heiligresistenz habt ihr auch nicht, ne? Ne, Holy Resistance ist nicht da. Das heißt, wir können Schutzgeister machen und gleißen. 3d8 gleißend. Hä? Gleißend habt ihr keine Resistenz. Warum kriegt ihr keinen Damage davon? Frechheit. Konzentration verloren. Ja, geil. Wieso kannst du durch Wände schießen? Das ist ja eine absolute Frechheit. Kannst du denn bitte... Hä? Why the fuck? Ach, come on. Also... Ich würde gerne mal neu laden. Hier sind ein paar Dinge passiert, die ich nicht so antizipiert habe. Also, dass das eine durch Wände schießen kann... Und dass anscheinend Lazelle keine Ausrüstung mehr hat, ist irgendwie, sind zwei Dinge, die so nicht geplant waren. Also so gar nicht. Irgendwie. Der kann im Kampf, glaube ich, nicht zwischen zwei Waffen und einer Fackel wechseln. Weil das jedes Ausrüsten hat eigentlich eine Aktion kostet. Also das Schild kostet eine Aktion und die Waffe kostet eine Aktion. Rundenbasierten Modus aktivieren? Nee. Ja, das geht nämlich auch nicht mehr. Also du hast deine Waffe, du hast deine Waffe. Ja, ich habe leider keinen Blitz mehr. Und, aber psychischen Schaden seid ihr auch? Nee. Ihr seid aber ein Konstrukt eigentlich. Du geschaffen und statt geboren werden. Manche führen nur einige schlichte Instruktionen aus, andere fügen mir Bewusstsein. Robust, Resistenzen. Bedeutet aber eigentlich, dass man euch, glaube ich, mit psychischen Schaden gar nichts anhaben kann, dachte ich. Aber mit Energieschaden müsste man anhaben können. Spoten. Also beim Spoten trifft das Ding nicht. Oh oh. Ganz entspannt. Wie lösen wir das jetzt? Wahrscheinlich ist schon smart, das zweite Ding abzulenken. Frage ist, wenn ich hier oben reinkomme, wie auch immer die Kamera dann so nach unten geht, kann ich es einfach deaktivieren? Action, not reaction. Muss ich die gar nicht kaputt machen? Das würde es sehr viel einfacher machen. Okay, Instant Hits. Aber in Bewegung treffen sie nicht. Aus irgendeinem Grund treffen sie in Bewegung nicht. Wenn du einfach läufst, wenn du querläufst oder fast nicht. Ja. Komm hier auch rein. In das Ding. Wenn ich will. So viel Damage haben sie jetzt alle nicht gemacht. Die Frage ist, ob mein Ben das überlebt. Thanks. Let's ride. Never a dull moment.
Warum ist bei dir Sporten eigentlich woanders? So, weil dann nur drei hoch haben, ne? Und das sowieso alles komplett durcheinander ist. My face protects me. Können wir bei allen, glaube ich, vier hoch machen. Let's move. So, jetzt nehmen wir dich. Und warum hast du auch keine Waffe mehr ausgerüstet? Hä? Das Spiel ist weird. Haben jetzt alle eine Waffe ausgerüstet? So. Wenn ich bei dir wegwechsel. Du hast eine Waffe ausgerüstet. Du hast eine Waffe, du hast eine Waffe. Lazelle hat keine Waffe. Jetzt hat sie auch wieder eine Waffe. Okay. Was next? Halt. Euch beiden und du dran. No time for Danny. Nee. Da dürft ihr schon hochhüpfen. Lauf! Ablenkung! Bisschen hoch, sind wir außerhalb der Reichweite. Okay, das war deutlich weniger schlimm, als ich vom antizipiert hatte. Ich denke immer noch, dass es da einen Eingang gibt für irgendwas. Aber wir können, glaube ich, alle wieder zusammen machen. Wieso habe ich denn jetzt keine... Achso, nee, du hast keine Fackel. Du hast schon auch eine Fackel. Die ich was sehe. So, also machen wir mal bis hier. Das ist ja viel einfacher. Light on my feet. Hüpf. Oh, oh. No. Oh, kann ich das hier anmachen? Die Feuerschale? No way to ignite these. Strange. Schloss knacken. Gib mal den Bonus her. Let's try. Ja. Schade. Um eins. Noch einmal. Komm schon, 15 schaffen wir doch. Noch eine. Ach, fick dich. Aber diesmal haben wir ein mehr als Bonus gekriegt. Stimme ich mal kurz hier drüben hin. Und Lazelle, du machst mal die Tür auf. Moment, hast du jetzt deine Ausrüstung mit Schild? Ja. So, da und da geht nämlich hier direkt was ab. Ha, und hier ist was wie ein Fahrstuhl. Kann ich hier Deckung nehmen oder schießen die da durch? Quickly then. Autosave. Lauf doch weiter! Aus irgendeinem Grund können die da durchschießen. Das finde ich nicht. Also, da kann man safe stehen. Das ist irgendwie uncool. Ich vermute, ich muss auf den Fahrstuhl, wa? Wäre schon spannend, mal zu wissen, ob man die kaputt machen kann. No time to rest. Ich glaube, es gibt hier immer so Stellen, wo man... Hier kann man, glaube ich, von beiden nicht getroffen werden, ne? Attention. Can't give up now. Kannst du... was mit Blitz nehmen? Ich tippe auf Nein. Blitz ist nicht so dein Metier, ne? Jean, willkommen zurück. Ich habe inzwischen ein bisschen noch rumprobiert und noch ein paar Sachen gefunden. Tote beleben. Das wäre nur so ein Ablenkungsding. Fluch, Furcht. Spiegelbilder, spurloses Gehen. Moment, Spiegelbilder, Illusionszauber zweiten Grades. Warum steht hier unendlich daneben? Die haben wir irgendwie dauerhaft gelernt, kann das sein? Die müssen wir nicht in den Slots haben. Solange du jetzt alles gekriegt hast, John, ist doch viel erreicht. Oh, oh. No. Wir sind ja noch zusammen. So, es gibt hier einen Nebeneingang. Der nützt mir aber nicht viel, glaube ich.
Außer sich halt hier direkt dahin. Ich würde nämlich mal in den rundenbasierten Modus wechseln wollen. Aber vielleicht nicht smart. Warte mal, gehen wir in die Echtzeit zurück. Wir machen das mal alles hier und auseinander. Was ist, wenn ich hier straight hinlaufe? Komme ich hier schon ganz gut hin? Ich glaube, die können... Wenn ich hier stehe, kann ich den noch attacken. Ja. Ich habe das Gefühl, mein Hexenmeister muss hier viel machen, aber der hat genau einen Zauberslot. Oh, wow. Und kein Blitz mehr. Blitz habe ich irgendwann mal... Den Hexenpfeil habe ich, glaube ich, rausgenommen. Schlecht. Ich glaube, wir bräuchten Gale hier an der Stelle tatsächlich. Weil der hat noch einen Hexenpfeil. Um die Dinger kaputt zu machen. Kommt mal alle wieder zu mir zurück. Aus irgendeinem Grund treffen die echt schlecht, wenn gelaufen wird. So. Frage ist... Oh! Moment. Mit Tieren reden? Was hast du denn mir zu besprechen, Kratzer? Hallo, Kratzer. The dog is unable to speak through the small bag he holds in his mouth. Was hast du denn da, Kratzer? I don't know. Maybe you can tell me. All I know is I thought of you when I saw it. Knochen. Streichen wir ihn halt nochmal. Der bringt uns Items? Guter Boy. Gegenstände halten Knochen. Spannend. Ich würde sagen, wir nehmen mal Lazelle raus, weil die eh schon verletzt ist. Wobei, die hat mit den höchsten Tank-Charakter. Die hat mit den höchsten Tank-Charakter. 15, 18, 16. Ha. Sie hat eine 19, eine 20 und eine 16er Rüstungsklasse. Ja. Schattenherz oder Karlach. Wie gesagt, Lazelle will ich eigentlich wegen der Rüstungsklasse dabei behalten. Wenn es zu einem Fight kommt, kann die ganz gut tanken und sie kann doppelt attacken. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich eher Schattenherz rausnehmen aktuell. Weil... Magie ist sie nicht so geil. Zuhauen ist sie nicht so geil. Deswegen tauschen wir auch das aus. Hä? Wieso geht das nicht? Jetzt geht's. Dann hat nämlich auch unser Karlach eine bessere Rüstungsklasse. Und sieht verdammt schniek aus. Holy shit. Der Adamant-Schuppenpanzer sieht schon geil aus, ne? Ich finde irgendwie, der Adamant-Schuppenpanzer sieht geiler aus als der Adamant-Schienenpanzer. Aber vielleicht liegt es auch an dem Charakter-Moment. Ja, könnte am Charakter liegen. Und an dem komischen Schild, was aber guten Bonus gibt. Hallo? Danke. Du bist doch nicht mit... Doch, du bist mit schweren Rüstungen geübt. Als Barbar. Achso, du kannst aber keinen Rage mehr benutzen, ne? Du kannst keinen Kampfrausch mehr benutzen, wenn du schwere Rüstungen anhast. Genau, und nicht mehr zaubern, aber was? Zeichen des Jägers, gewährt Resistenz gegen Feuerschaden, schützt den Träger vor kritischen Treffern. Sollte man ihr nochmal geben. Kriegst du? Du kriegst. Ja, Wucht. Dann tauschen wir hier nochmal. Und verstecken das auch, genauso wie hier. Das sieht halt einfach echt katastrophal aus. Zumindest in Dialogen ausblenden. So. Jetzt würde ich sagen, wobei, nee, dann brauchen wir eigentlich den Helm für... Den Helm brauchen wir dann für jemand anderen. Warte mal da. Sollten wir ihr aber ihre komischen Kopfschmuck zurückgeben hier. Die Adem. Zack. Hat sie eh noch ein Ding jetzt gehabt. Ich muss jetzt mal kurz mit...
Wo ist sie denn? Mit dir reden, Schattenherz, I'm very sorry, aber wir gehen mal, du bleibst mal kurz im Lager, ich brauche jemanden anderen für die Aufgabe. Well, my day just improved. Did you want something? Du magst uns wirklich sehr gerne. Wir sollten getrennte Wege gehen, suche ich hier, wenn ich euch wieder brauche. If you're sure. Bestimmt. Fine. I'll be here whenever you rediscover your taste in company. Fine. Gegenstand halt. Achso, das kriege ich so ein mysteriöses Artefakt. Okay. Spannend. Gail, where are you? Weil du kannst auf jeden Fall noch Blitzzauberei. Da bräuchte man dich jetzt, glaube ich, mal eine Runde. Servus, Gail. I'll say one thing for our troop. We're not short on drama. I'm glad Shadowheart and Lazel settled their differences peacefully. Eventually. So, ich meine, dass es so einfach ist, Magie zu wirken. Ich habe diesen mächtigen Herrscher gedacht, von dem ihr in eurer Geschichte erzählt habt. Was? Okay. Ah, yes. Karsus. Karsus was perhaps the most powerful wizard that ever lived. The child who would be a god, the elves called him. And he tried. With a spell of his own devising, he endeavored to usurp in one fell swoop the power of the goddess of magic. Mm-hmm. Mistril. She was called then. Imagine what it must have felt like to be a god, to know yourself, to be untouchable, to be mistaken. As Karsus aimed his spell at her, she began to unravel, and with her, the entire weave. Too late did he realize what he had unleashed. It would have been the end of everything had not Mistral sacrificed herself. The goddess of magic is all magic. By dying, the entire weave was lost, and the spell that challenged a god failed. It was the end of Mistral, the end of Karsus, and the end of an entire civilization. As the child who would be a god turned to stone, his empire came crashing down around him. The floating cities of Netheril were. Das wäre spannend, wenn wir den finden. An event that came to be known as Karsus's folly. Wir haben die Option, eine Person, die in Stein verwandelt wurde, zurückzuverwandeln mit dem Öl des Basilisken oder sowas. Eine. Wenn wir den finden, würden wir natürlich perfekt. Also alle Magie dahin, das endet nie gut, wenn Menschen Götter sein wollen. Wir mussten Eggers Mannes bewundern, fast hätte er es geschafft. Es endet nie gut, wenn Menschen Götter sein wollen. Loving them has its side effects as well. Now, so many centuries later, I try to follow in the footsteps of Karsus. Not to destroy Mistra. To prove my love for her. Yeah, so he's so smart. Only a fraction of the magic that was unleashed that fateful day. I merely sought to return one tiny diamond to an imperfect crown. Gale's folly, one might call it. History, repetition. It's the way things go. Das ist natürlich nicht so gut, ne? Wenn ihr spürt, dass die nesserelische Magie euch überwältigt, was tut ihr dann? Was haltet ihr davon, dass wir einen Vampir im Lager haben? Kommt doch mit, das Abenteuer. Sehr schön. Der hat nämlich, glaube ich, ein paar Level-Ups noch nicht. Mindestens zwei, würde ich sagen. Stufe 4. Wir wissen gar nicht, wir sind schon Stufe 5. Klassenmerkmal, zwei Zauber erhalten, neues Talent verfügbar. Wir brauchen Blitz, haben wir gerade gesagt, ne? Aber ich glaube, er hat den Hexenpfeil. Den können wir, glaube ich, abcasten. Guten Morgen, Lumi. Wunderschön. Hallihallo. Ansonsten haben wir bei dem gar keine Option so richtig. Achso. Erst können wir noch einen neuen Zaubertrick lernen. Säure waren die immun gegen. Nekrotisch waren die immun gegen. Blitzgriff. Dieser Zauber ist bei Kreaturen mit Metallrüstung ein Vorteil. Würde natürlich auch helfen, ne? Licht. Eine Aura aus Licht. Einfache Illusion. Das würde bedeuten, wir müssen nicht die ganze Zeit bis zu lange rasten, wir müssen nicht die ganze Zeit mit einer Fackel rumlaufen. Mach ich. Okay, ich komme raus. Moment.
So, ich gehe mal hierhin zurück, aber ich glaube, meine Kamera hat sich mit dem Tracking wieder ein bisschen vertan. Wie sie das leider häufiger mal tut. Hallo. Jetzt trackt sie wieder. Perfekt, danke. Damit sie wieder an der richtigen Stelle ist. Ich vermute, Lumi hat mir, nee, Rotfeder hat mir geschrieben. Aha. Okay, mir hat ein Kumpel geschrieben, wie er das Spiel durchgespielt hat. Und der hat gemulticlassed tatsächlich. Der hat wohl, Moment, was hat er gespielt? Fighter Cleric. Okay, spannend. Das mache ich ja nicht. Level Up wollten wir hier machen. Neues Talent, neuen Zaubertrick. Hat er schon ein paar Zaubertricks? Ich mache das mal so. Zauber, so. Dolchwolke haben wir schon. Verschwimmen, Blindheit, Arcanus, flammende Sphäre. Windstoß, Personenfestheit, Unsichtbarkeit, Klopfen. Öffne ein Objekt, das mit einem weitweltlichen Schloss versperrt ist. Ach so. Magische Waffe, tränke deine Waffe mit Arcaner Energie, Spiegelbilder, Nebelschritt. Ja, Nebelschritt ist immer gut. Kann man halt, hat man mehr Movement-Optionen. Wie wäre es denn mit Nebelschritt und magisches Geschoss auf der anderen Seite? Ist auch geil. 4 bis 4d4. Verschwimmen. Blindheit, Arcanes Schloss. Schließe eine Tür oder einen Behälter mit einem magischen Schloss, das nicht durch Schlossknacken oder ein Zauberklöpfen geöffnet werden kann. Aber. Ach so, da kannst du eine Tür zumachen, tatsächlich auch im Kampf zum Beispiel. Dunkelsicht, bis zur langen Rast. Gedanken wahrnehmen, bis zur langen Rast. Vergrößern, verkleinern. Flammende Sphäre. Gegen Feuer hat das auch Resistenz, ne? Windstoß. Personenfesseln, Unsichtbarkeit, Klopfen. Spiegelbilder, geisterhafte Kraft. Welcher Strahl? Sengender Strahl. Nehmen wir mal noch Sengender Strahl. Zauber vorbereiten. Stufe 2. Vorbereiten Zauber. Vertrauten finden. Schmieren. Donnerwoge. Schlafen. Strahl der Übelkeit. Nehmen wir Schmieren raus. Würde ich sagen, Moment, wieso können wir eigentlich. Achso, hier, zweite Stufe, ne? Gegen Säure waren die Dinger immun. Sengender Strahl, Kron des Wahnsinns, Nebelschritt, so. Talent. Der ist auch bei 17. Es wäre gut, wenn wir Intelligenz auf 18 hochkriegen. Da könnten wir Attributsverbesserungen nehmen, da könnten wir auch sowas wie Konstitution und Intelligenz nehmen. Initiative und kannst überrascht werden. Athlet, Stärke, Geschicklichkeit, Stürmer, Sturmangriff, Armbrust, defensiver Duellant. Naja, zwei Waffenkämpfer, Gewölbeforscher. Zum Decken versteckt der Gegner im Vorteil, du bist bei Rettungswürfen und Fallen im Vorteil. Da wäre aber Weisheit besser. Weil Weisheit, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt für die Wahrnehmungswürfe ist. Glaube ich, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Deine Konstitution wird um 1 erhöht. Ja, kurze Rast, erhältst du alle Trefferpunkte zurück. Dein Zauber ignorieren, das wäre tatsächlich bei dem relativ gut, weil er ja so wenig HP hat. Dass er alles zurückkriegt. Ignoriert Resistenzen gegen die gewählte Schadensart. Wenn du Zauber dieser Schadensart wirkst, kannst du außerdem keine Würfe würfeln. Dein Zauber ignorieren Resistenzen gegen die gewählte Schadensart. Das wäre jetzt gerade sehr, sehr hilfreich. Du erleidest durch einen bestimmten Schadenstyp nur den halben Schaden. Das ist aber nur die einfache Resistenz. Also nicht die Immunität.
Meisterschaft, schwere Waffen. Wenn du mit einem Nahkampf angriffst, schwere Waffen. Leicht gerüstet, Glückspilz. Um Angriff auf die Boots und Rettungswürfe im Vorteil zu sein oder einen Gegner zu zwingen, seine Angriffswürfe erneut zu würfeln. Magiertöter. Eine Kreatur in den Nahkampf wirkt, nett. Magier, Novize, Barde, Kleriker, Druide, Hexenmeister, Magier. Meister der Kampfkunst ist, glaube ich, nicht das Ding. Leichtfüßig. Du bist nicht verlangsamt, wenn du dich bewegst, nachdem du einen Nahkampfangriff ausgeführt hast, provozierst du keinen Gelegenheitsangriff. Mittelmäßig gerüstet. Umgang mit schweren Rüstungen und Schilden geübt. Deine Stärke und Geschicklichkeit. Unterhalter, Charisma, Stangenwaffenmeister. Oh, das muss ich als nächstes bei meinem Charakter machen. Musikinstrumenten geübt, dein Charisma wird um 1 erhöht. Aber nee, das kann ich nicht, weil das Stufe 8 wäre. Und da komme ich auf 19 Charisma, auf Stufe 8 will ich glaube ich erstmal die 20 Charisma voll machen. Auch wenn geübt mit Musikinstrumenten cool wäre. Stangenwaffenmeister, Kleve, eine Hellebarde oder ein Kampfstab oder ein Speerangriff kannst du eine Bonusaktion verwenden, um mit einem Ende der Waffe anzugreifen. Okay. Höher ein Attribut wird, du bist außerdem Rettungswürfe des Attributs geübt. Intelligenzrettungswürfe. Du lernst den Ritualzauber deiner Wahl, wilder Angreifer, Wächter, Scharfschütze, Fernkampf haben keinen Malus durch Regeln bei erhöhten Positionen mehr. Mit Waffen den Umgang. Aber das ist nur für Waffen. Fernkampf mit Waffen, den du geübt bist, haben einen Malus von minus 5 auf ihren Angriff bewirkt, aber zusätzlich 10 Schaden. Also quasi Kopfschüsse. Okay, Schildmeister, Geschicklichkeitsrettungswürfe. Du bist 3 Fertigkeiten deiner Wahl geübt. Zielgenauer Zauberschütze. Du erlernst einen Zaubertrick für einen kritischen Treffer. Bei einem Angriff erhöhst du ein Auge weniger. Dieser Effekt kann sich addieren. Aber ich krieg nur einen Zaubertrick. C. Tavernenschlechter, Kampferprobe, Zauber. Du bist bei Rettungswürfen zur Aufrechterhaltung von Konzentration auf einen Zauber im Vorteil. Du kannst eine Reaktion verwenden, um Schockgriff auf eine Kreatur zu wirken, die sich außer Nahkampfreichweite bewegt. Ja. Also, Moment mal. Kann ich hier irgendwie die Charaktermerkmale, menschliche Miliz, das Übung mit Waffen, Speeren, Piken, Hellbarden, Kleven sowie Übung mit Rüstung, bei leichten Rüstung und schön. Ich bin schon bei leichten Rüstung geübt. Also dann ist doch. Hä? Nein, nicht Escape! Nein, nicht Escape! Nein, nicht Escape! Das war das Falsche. Jetzt muss ich alles nochmal machen. Ja, geil. Zaubertrick. Hat doch Licht genommen, oder? So, bei Zauber hatte ich genommen. Oh Gott. Auf jeden Fall das. Und sengender Strahl. Zauber vorbereiten. Da hat mir dich rausgenommen und dich rausgenommen, glaube ich. Und sengender Strahl und Nebelschritt reingenommen. Wenn ich mich gerade nicht komplett irre. Und beim Talent waren wir jetzt. Leichtgerüst ergibt keinen Sinn. Außer dass du Stärke Geschicklichkeit um 1 erhöhst. Da kann ich aber auch die Attributsverbesserung nehmen, weil wir sind ja schon mit leichter Rüstung geübt. Glückspilz, Magiertöte, Magiernovize. Elementare Adept war, glaube ich, das. Oh, ich muss es wählen. Säure, Kälte, Feuer. Resistenzen gegen Feuer werden nicht mehr. Das ist für sengender Strahl insane gut. Müssen wir aber potenziell ein bisschen mehr Feuer bauen. Würde ich sagen. Resistent, also sind auch die Tieflinge gegen uns nicht mehr resistent gegen Feuer. Ignorieren Resistenz gegen Feuerschaden. Wenn du Feuerschaden mit einem Feuersauber wirkst, kannst du außerdem eine 1 würfeln. Aber wir kriegen keinen Bonus auf Intelligenz. Treffen wäre wichtiger, oder? Als den elementaren Adepten. Da würde ich nämlich Intelligenz 1 nehmen. Und wahrscheinlich Konstitution 1 nehmen, weil dann kriegt man auch mehr Lebenspunkte. Ja. So, und Stufe 5. Zwei Zauber neue. Stufe 3 Zaubertote beleben. Fluch flimmern. Für am Ende des Zuges eine W20, beim Ergebnis von mindestens 11 verschwindest du auf die Ätherebene, der du aus dieser Welt keinen Schaden erleiden und nicht gesehen werden kannst.
Gegenzauber, Furcht, Todstellen, Feuerball, großer Flug, Gasführende Gestalt, Glyphe des Schutzes, Hast, Blitz. That's one way you need. Schneesturm. Schwöre ein Sturm, der die Konzentration von Zauberwirkung unterbricht, Feuer löscht und eine Eisoberfläche erzeugt. Langsam stinkende Wolke. Erzeuge eine übelkeiterregende Wolke, Gaswolke, die verhindert, dass Kreaturen Aktionen ausführen. Vampirgriff. Vampirgriff passt, glaube ich, gut in sein Theme. Aber wir wollen, glaube ich, ein bisschen mehr. Furcht haben wir schon an anderer Stelle. Flimmern wäre, glaube ich, auch gut, um ihn zu schützen gegen Angriffe. Oh, jetzt habe ich die Zauber aber nicht ausgetauscht, die vorbereiten. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm, weil ich glaube, bei ihm genau kann man das direkt machen. Ich nehme mal Nebelwolke raus für den Blitz auf jeden Fall. Den braucht man nämlich jetzt. Und jetzt mal die blöde Sache. Zauber lernen 100 Gold. Zauber lernen 50 Gold. Zauberlern 25 Gold. Bereits bekannt. 100 Gold. 50 Gold. 50 Gold. 100 Gold. 150 Gold. 100 Gold. 150 Gold. Wir lassen jetzt alles lernen. Magerrüstung kennt ihr schon. Mit Toten sprechen. Zauberwirken Gale. Den kann ich nicht lernen. Person festhalten. Plage. Magiestufe zu niedrig. Oh. Rascher Rückzug. Schutz vor Energie. Schutz für Gut und Böse. Alles. Du lernst das alles. Wo haben wir unser Gold noch? 3000 haben wir noch. Da geht noch ein bisschen was. Strahl der Übelkeit kennt ihr schon. Taschas Gelächter. Todstellen. Unsichtbares Sehen. Vampirberührung? Hat das denn noch sowieso? Verlangsamen. Zerbersten. So sind wir dadurch. Verschwimmen. Beistand. Kann er irgendwie nicht lernen oder hat er schon? Ja. Da haben wir, glaube ich, einiges gelernt. Soll ihn eigentlich nicht behindern, oder? Mit Helm nicht geübt. Ach, scheiße. Mit Helm nicht geübt. Na gut. Dann sind wir das mal ins Lager. Jetzt dauert es noch eine Weile mit denen. Er hat jetzt ein bisschen mehr Optionen. Wir haben jetzt den Hexenpfeil und den normalen Blitz. Der normale Blitz. Schwört einen Blitz, der alle Kreaturen in Explosionslinie trifft. Bei Rettungswurf zieht er leider noch den halben Schaden. Das sieht eigentlich ganz gut aus, um die Dinger platt zu machen. Lager verlassen. Oh. Private place. Research and respite. But as this wizard's not home, I say we take a peek. Okay, der kennt das sogar. Cool. Moment, das habe ich aber. Verdammt, jetzt habe ich Schattenherz. Schattenherz mit Toten sprechen. Ding nicht mehr. Moment. Mit Toten sprechen würde ich gerne aber übertragen. Blood. No, never mind. Swift as wir holen dich gleich wieder. How can I help? Im Lager unterwegs. Du bist deutlich netter, was das angeht. Wo warst du? Schattenherz, du warst auf der anderen Seite, ne? Komplett. Tudo, da bist du. Maybe it'll bring us closer. Maybe it'll bring us closer. Kommt mit mir. Was? Tagwart, was? Tochter der. Was? Jetzt habe ich irgendwas weggeklickt. Tochter der Dunkelheit? Freundlich gesonnener Gedankenschinder könnte wissen, wie man den Parasiten entfernt. Nee, das ist. Moment. Tempel wurde zerstört, es muss einen anderen Weg hineingehen. Wir haben erfahren, dass die Krümmschmiede zu einem alten Tempel führt. Teilt er eine alte Erinnerung mit uns?
bevor ihre Amnesie verschont wurde. Ha. Ich wollte eigentlich nur Scherdenherz dir dein Amulett wegnehmen, bin ich ehrlich. Und auch hier, Träger kann der Dunkelheit bis 12 Meter weit sehen, Waffe macht extra Schaden. Zack. Heilen, du bist umgekehrt mit Langbogen und Kurzbogen geübt, deine Fernkampfangriffe bewirken mehr. Beim Treffer durch einen waffenlosen Angriff. Ja, nee, ich glaube, der Rest, den kannst du behalten. Das ist schon okay dann. Das ist schon erstmal okay. Und jetzt muss ich leider wieder sagen. Well, my day just improved. If you're sure. Komm, ja. Fine. Ja, fein. Ich brauche halt Gale. Du bist leider nicht so gut geübt da drin, Sachen mit Blitzen anzugreifen. Hier, bardische Inspiration. Warum kann ich... Was? Ich kann bardisch inspirieren. Komm mit, das Abenteuer ruft. So. Lager verlassen. Ich krieg XP dafür. Ist wieder gerade 15 XP gekriegt. Oder was? So. Jetzt haben wir gewechselt. Salutations. Ich würde gerne in den rundenbasierten Modus gehen. Hier rüberlaufen. Kann ich Blitz bis dahin wirken? Okay. Moment. Ist die jetzt kaputt? Echtzeit. Ah ja, die ist kaputt gegangen. Na dann können wir doch jetzt... Wieder mit dir und hier rüber und hüpf. Die laufen jetzt falsch rum, ne? Ah ne, sie sind gesprungen. So smart war's. What to do? What to do? Holzfass. Kaputte Apparatur. Kaputte Apparatur. Ich sehe der Blitzresistenz. Wir haben wahrscheinlich Blitzschaden, kann das sein? Fallenschärfungskit. Und eine kaputte Apparatur. Nein! Lazel! Was soll das? Oh, mehr kaputte Apparaturen. Ist eigentlich ein bisschen doof? Aufstieg, Abstieg. Aufstieg. Looks like some kind of magical contraption. Now to get it to work. Es ist eine magische Sache, die wir... Oh, okay. Leuchtender Edelstein, den kann ich aber nicht mitnehmen. Lost in thought. Okay, rundenbasiert. Nee, nicht Blitz. Hexenfall müsste doch eigentlich reichen, oder? Runde beenden. Ja, was machst du jetzt? Dich brauchen wir nicht. Dich wollen wir. Mach den mit. Nope. Nope. Blitz. So, sehr schön. Echtzeit. Okay. Aufstieg. This contraption is powered by magic, but its magic seems to be gone. Or dormant. Okay, wir müssen irgendwie die Magie wieder aktivieren, offensichtlicherweise. Da ist ein staubiges Buch. Hier gibt es ein paar... Okay, hallo. Lesen. Zu Beginn dieses Buches steht mit Stolz geschrieben, dass es sich um ein Stück von Dame Inia handelt, gefolgt von einer ausführlichen Einleitung und 23 Seiten mit Anmerkungen zum Text. Obwohl das Buch relativ unberührt aussieht, ist eine Strophe doppelt umkreist. In jedem Wesen leuchtet ein Licht. Es kriecht nach oben in hartem Bestreben,
vernichtet alles in seinem Angesicht, wir töten den Rest, um ihm Leben zu geben. Seems like the owner was quite the literary type. Nicht lesen, ich wollte es mitnehmen. Ich will es wirklich nicht lesen, ich wollte es aufheben. Okay. Oh, hier ist Licht, das wir anmachen können. Das hilft dir schon mal ein bisschen. Da komme ich, glaube ich, nicht ran, oder? Doch, da komme ich ran, lol. Hat ja richtig viel Licht. Die Tür darf ich aufmachen. Ich kann wahrscheinlich hier einfach nach unten springen, ne? So komme ich auch runter. Liebes Werkzeug, wuhu! Holzfass, kaputte Apparatur. Ich würde erstmal kurz hier oben alles angucken. Okay, wir kommen nicht in den Fahrstuhl und das haben wir jetzt schon. Das haben wir etabliert, glaube ich. Der normale Fahrstuhl. He's not what it is. Da ist noch was zum Anmachen. Ein bisschen Licht hier ringsrum haben. Okay. Was geht hier ab? Ruhe des Profanen. Wir haben gesehen, dass das hier Magie ist. Dass die Truhe. Und dann kannst du die mitnehmen? Aufheben. Stell die mal in den Aufzug. Vielleicht ist es da. Ne, haben wir ja nicht ohne Grund gerade gemacht. Ups, falsch. Wo ist denn die jetzt? Schwere Truhe, Truhe des Profanen. Keine Sicht. Lauf halt rein. Nee, das war's wohl nicht. Glaube ich. Ich meine, wir drücken mal auf den Knopf, bevor wir hier was machen. Hallo? Jetzt den Knopf zu treffen, ist ein bisschen schwierig. Still nothing. Kann nicht genutzt werden. Okay, schade. Das war's nicht. Sonst noch irgendwas auf der Seite? Nee. Dann gab es hier noch eine Tür, die gucken wir uns auch noch an natürlich. Oh, cursed to put my hands on everything. Yep. Du musst alles anbatschen. Alles anbatschen, it is. Okay. So wie das aussieht, der einzige Weg, den ich jetzt sehe, hier nach unten hüpfen. Inwiefern wir da wieder hochkommen? Andere Geschichte. Ich würde, glaube ich, gern das benutzen, einfach nur auf Nummer sicher gehen. Weil wir wissen ja nie, was hier gleich abgeht. So, hops. Und hops. Jutisack. Freizeitsandalen. Handtücher. Wir brauchen keine Handtücher. Da, wo wir hingehen, brauchen wir keine Handtücher. Gibt es hier irgendwelche gefährlichen Sachen? Gibt es Riesenpilze auf jeden Fall. What the fuck? Ein Wasserfass. Ein Vorratspaket. Nom nom nom. Und ein verschlissenes Buch. Dieses abgegriffene Buch sieht aus, als hätte ein Theaterstück enthalten im Laufe der Zeit durch Ungeziefer und durch unglückliche Tintenflecken. Wie kann ich vertrauen? Wie kann ich mich zeigen? Mein dunkelstes Ich. Mein Herzen entrissen. Feben. So, dann machen wir heute die Türen alle auf. Hallo? Sieht aus, als könnte man da hin. Bin ich ehrlich. Kommt man auch hin. Von da. Da, da. Von da drüben irgendwo. Nicht vom Turm aus, glaube ich. Oh. Die Maskensporen. Die brauchen wir. Hilfe, um den Parasiten zu untersuchen, genau. Was hast du hier? Rettungswurf, die Maskensporen. Ach so. Wuchernde Timaske.
Nee, angreifen würde ich dich nicht. Aber jetzt haben wir Sporen. Wir brauchten aber noch mehr. Hier. Wir haben eigentlich Maskensprung gefunden, wir müssen sie zusammen mit der Zunge des Wahnsinns zu Omelum bringen. Aber ich glaube, ich habe keine Zunge des Wahnsinns bis jetzt. Aber es steht, wir müssen es zurückbringen. Judesack. Nope. Judesack. Nope. Vase. Nope. Das sind Wassersachen. Wofür das Wasser? Überall stehen Wasserfässer rum. Das ist abgesehen davon, dass wahrscheinlich Pilze bei Wasser besser gedeihen. Fackeln, jede Menge Fackeln. Warum braucht man so viele Fackeln, wenn man diese Magielampen hat? Diese arkane Feuerschale. Dies ist ja spannend. So. Holzfass? Nope. Hier noch ein paar Judesäcke, ein paar alte, vergammelte. So, kann ich hier irgendwie hoch und runter? Nee. Still nothing. Immer noch nicht. Jetzt wenig gewonnen, sind wir ehrlich. Kann ich da raushüpfen? Da rein? So auf das Rohr oder so? Ich kann auf jeden Fall hier runterspringen wahrscheinlich, wenn ich wollen würde. Okay, du bist sowieso, du hast ja Sprungreichweite unterirdisch. Alle geöffnet, aber ich habe nichts Spannendes gefunden. Ach, come on. Weg ist versperrt zu hoch. Das ist irgendwie doof, dass man als Halbling nicht mehr nach oben springen kann. Ich kann nach unten 13 HP. Kann ich nach unten springen. Ich versuche mal dahin zu kommen. Nebelschritt. Guck mal, was das ist. Oh, das waren 4 HP. That's curious. Gibt ein Loch. I'm way too big. Geht's noch irgendwie hier unten rein anscheinend. Bullimonk-Trompete. Maybe I need more pockets. Lazulit. Hier ist Wasser, ne? Hier gibt's gleich wieder meine Fackel aus, wenn ich hier so rumlaufe, glaube ich. Hier kann ich nicht durchlaufen. Okay, das verstehe ich nicht ganz, aber hey. Du willst mir jetzt sagen, dass du hier nicht hinspringen kannst, oder was? Ja, 15 TP. Das kann nämlich ganz schön... Moment, wieso hab ich bei meinem... Hä? 6 TP. Dann spring doch hier hin. 0. Guck mal einer an. Wo kannst du überall eigentlich noch hin? Oh Gott! Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Okay, das ist der andere Weg nach unten. Eieieiei, hab ich mich erschrocken. Oh Gott, ich hab da gar nicht damit gerechnet, dass da irgend sowas kommt. Holy shit. Oh, mein Herz, Hilfe. Lazelle ist auch unten. Hätten wir nicht meinen armen Magier da alleine. Okay, sie ist quasi unten. Sie da nicht hinspringen kann, sondern da hinspringen muss. Ja, komm, ist halt so. Bin nicht ganz klar, warum da minus 4 TP steht und dann klappt es halt doch. Ohne Probleme. What a charmer. Minus 16. Minus 8. Ja, du kriegst minus.
Soldier. Minus 4. Aber dir kommt das ziemlich genau hin. Oh, I have the magic touch. Du könntest aber einfach Nebelschritten hier runter, ne? That way. Hm, ja, ist dann wohl so. Sind zumindest alle unten. Alright. What now? Guten Tag. Das haben alle nach unten gebracht. Breathe deep and move. Mal sehen, was das hier ist. Susso-Blüte. Ich weiß nicht, wofür ich die Susso-Blüten brauche. Die haben eine Anti-Magie. Buddeln. Holztruhe. Schriftrolle Glyphe des Schutzes. Ahorntrüffel Balsam. Kombiniere drei davon, um einen Sens herzustellen. Okay. Nützt uns gar nicht so viel. Das ist zwei, das ist ein richtiger Susso-Blütenbau, antimagisches Susso-Blütenfeld. Ja, das habe ich schon mitgekriegt. Dass das Antimagie ist. Das macht es ein bisschen unangenehm, hier rumzulaufen mit so einer Magierklasse. Nicht ehrlich. Einem Nicht-Magier macht das weniger aus. Gut, dann. Schloss knacken. Ja, das kriegen wir den Bonus nicht mehr von Schattenherz natürlich. Let's try, ob das reicht. Wer ist Schattenherz? Okay, jetzt bin ich hier drin unten bei ihm. Silvanische, Wolfskerze, Lazulit, alles einsacken. Ah, hier gibt es einen Hebel zum Öffnen. Ja gut, das wäre zu einfach gewesen. Das ist das Loch, da wäre ich auch reingekommen, aber ich kann... Drachenneipels, Nachtlicht, verwechseltes blaues Blütenblatt. Irgendwas geht hier vor sich. Abgrundkriecher, Poplofluoridsplitter, häufiger Kristall im Unterreich. Aha. Spannend. Irgendwas geht hier ab. Abhandlung über die antimagischen Eigenschaften von Susso-Baumblüten. Die animagischen Eigenschaften von Susso-Blüten. Die magischen Eigenschaften von Susso-Bäumen werden schon lange debattiert. Interessant ist dabei nicht nur ihre Fähigkeit, antimagische Auren zu erzeugen, die sogar gespürt werden können, wenn keine Einstimmung auf das Gewebe vorliegt, sondern auch und vor allem die Möglichkeit, aus Wurzeln, Rinde und Blüten magische Gegenstände herzustellen. Wer in der Oberwelt lebt, sollte nun hellhörig werden. In Siedlungen bei Zugängen zum Unterreich gibt es bisweilen Gerüchte über solche Objekte. Sicher bestätigt werden konnten deren Existenz von unseren Klerikern oder anderen angesehenen Gelehrten bisher jedoch nicht. Ich habe immer gemutmaßt, dass diese Objekte mehr als nur Legenden sind. Und wirklich, in dieser Abhandlung werde ich erläutern, wie ich selbst Gegenstände mit antimagischen Eigenschaften sowie solche erzeugt habe, die die Magieabsorption von Susso-Blüten als Energiequelle nutzen. Folgenden Seiten wurden Linien gezogen, als hätte der Autor sie noch schreiben wollen, doch der Rest des dünnen Buches ist leer. Aufheben. Drachenneipilz, Nachtlicht. Destillierapparat aus Glas. Ja, mit dem muss ich jetzt, glaube ich, nichts anfangen. Was geht hier sonst noch so ab? Wasser. Vielleicht brauchen wir das mal irgendwann. Irgendjemanden Wasser an den Kopf werfen. Briefe aus Kerzenburg. Hab ich das nicht schon gelesen? Das Kerzenbuch verschickt wurde, viele sind trockene Berichte über den Bewegung im Himmelskörper oder halten Umstände die Beschreibung über Arkanritual. Dieser Brief überspringt ins Auge. Weiser Elminister, ich habe im vergangenen Jahr viele eure Briefe an Meister Gorion zugestellt, daher sollte ich euch die ruhige Nachricht mitteilen. Leider ist er von uns gegangen. Gorion und seine Mündel verließen Kerzenburg kurz nach Eintreffen eures letzten Briefes an ihn. Sie brachen mitten in der Nacht auf, wurden jedoch schon kurz darauf an der Straße nach Beregost überfallen. Der Torwächter berichtete mir, dass Gorion dafür gesorgt habe, dass mehrere Angreifer sich zu ihm in die nächsten Welt gesellen, bevor er schließlich überwältigt wurde. Ich hoffe, es bringt euch, wie mir, ein wenig Trost. Der Mündel ist verschwunden, es gibt aber auch gute Nachrichten. Ich habe euren Brief an die Bibliothek erhalten und konnte einen Großteil des angefundenen Materials finden. Es wurde sorgfältig verpackt und macht sich mit diesem Brief auf die Reise. Ehrenhafte Grüße, Tristan P. Schiefer, Bibliothekar in Kerzenburg. Ich hoffe, ihr verzeiht meine Neugier, doch warum benötigt ihr so viele Informationen
über Baal brot. Woran genau arbeitet ihr? Okay, das ist einfach nur eine Rückblende an Baldur's Gate 1 und 2 mehr oder weniger. Okay, okay, okay. Was ist das hier? Verwelktes blaues Blütenblatt. Zartes exotisches Blütenblatt, nassblau. Es duftet leicht nach Honig. Soll ich jetzt irgendwie nicht mitnehmen, glaube ich. Gullivong-Trompete, Schurkenmorche, Drachenleipilz, alles mitnehmen. Grenzphilosophie, Band 5. Dem Vorwort des... Ich muss mal kurz was trinken, bevor ich das vorlese. Dem Vorwort des Verlegers zufolge enthält dieser Band magische Theorien, die für die breite Öffentlichkeit zu radikal sind. Dieser Auszug wird der hohen Werkmeisterin Taura Brin aus Baldur's Tor zugeschrieben. Sie wollen mich wohl zum Schweigen bringen, denn sie glauben, dass eine Werkmeisterin des Hohen Hauses sich nicht dazu herablassen würde, irgendwo anders als in den großen Zeitschriften Gons zu veröffentlichen, die so pflichtbewusst bewachen. Dabei vergessen sie aber, dass ich nicht so hochnäsig bin. Bevor ich meinen Namen und mein Wissen dem Hohen Haus, der Wunder und all den Mirakeln darin lieh, war ich nur ein faules Bauernmädchen, das gerne nach oben nickt blickte. Und so sah ich erstmals die langsam und friedlich am Himmel entlang gleitend fliegenden Berge. Erst später erfuhr ich von ihrer Herkunft, von dem antiken Nisireleischen Reich, das sie gefertigt hatte. Es gibt sozusagen fliegende Inseln aus dem antiken Reich. Geil. Von der noch vorhandenen Restmagie, die noch immer stark genug war, um sie zu tragen. Die Magie von Nesseril schufen sie aus dem mondänen Wunder, hoben die Erde aus Fleiß und aus Spaß in den Himmel. Noch viel später, nachdem ich mir meinen Platz im Hohen Haus verdient hatte, erfuhr ich von dem langen Schatten, den die Nesseril auf den Entwicklung unserer Kunst warfen. Doch, dass ihre fliegenden Städte in Flammen herniederfielen, wertet die von ihnen gewirkten Wunden nicht ab. Und diese sture Aversion dagegen, sie zu studieren, zu lernen, was sie gelernt haben, ist die exakte Antithese zu Gons Lehren. Ja, viele der Katastrophen der letzten Jahrhunderte waren Früchte, die aus einem falschen Umgang mit den israelischen Samen erwuchsen. Ja, ihre letzten leuchtenden Bastionen fielen in den Schatten. Ihr Wissen wurde für Schars dunkle und zerstörte Pläne missbraucht. Und ja, ich sage erneut, ob das Hohen Haus es bestraft oder nicht, die Flammen der Schöpfung zu studieren lohnt sich, selbst wenn das Feuer uns verschlingen sollte. Okay. Interessante These. Oh, Heiltränke. So. Moment, kann ich dich? Generator, kann ich dich aktivieren? Hallo? Moment, wahrscheinlich eine Nesserilblüte, ne? Haha. Warum auch nicht? Wäre voll logisch, weil der scheint das irgendwie abzusaugen. Und es ging ja hier darum, Sachen magisch anzutreiben. Nesserilblüten meine ich. Nicht Nesserilblüten natürlich. Leg die mal da drauf. Sehen, was passiert. Also, pack die mal hier rein. Weil hier sind ja auch Blütenblätter. Das wäre ja ein Hinweis, ne? Ey, ich kann kein Zauber wirken, bla bla bla. So, wo ist es? Da. Susoblüte. Kombinieren. Smartes Ben. So, aber der Generator funktioniert also wieder. Nice. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hab ich jetzt aber noch mehr Beschützungssachen? Okay, jetzt gehen die Dinger alle aus. Das ist ja spannend, wenn der Generator angeht, gehen die Dinger aus. Das ist ja cool. Jetzt kann ich wahrscheinlich auch nach oben in den Turm, ne? Ich bin jetzt nur nach unten gegangen. Ja, das sieht stark danach aus, dass ich nach oben kann. Yes! Wuhu! Es leuchtet irgendwie alles in dem Turm wieder, ne? Hier auch. Der läuft jetzt, ne? Sehe ich das richtig? Komme ich hier einfach raus wieder? Wait a second. Wieso konnte ich da gerade nach unten durchgucken?
Da geht's noch weiter runter. Oder bin ich doof? Hier. Da ist eine Tür. Ich will da durch. Gate, ich glaube, wir müssen Unsichtbares entdecken machen. Da hat es da doch was. Gedanken wahrnehmen, Unsichtbares sehen. Nimm mal die Magierrüstung raus, Unsichtbares sehen. Unsichtbares sehen. Das ist doch frech. Absolute Frechheit. Komme ich irgendwie anders dahin? Nee, ne? Aber das sieht voll aus, wird sie noch runter. Geht's auf jeden Fall noch runter, aber ich komme da nicht runter. Witzigerweise ist hier noch nicht die, das Ding noch nicht anzeigt. Und ich hätte hier voll versucht, hier einfach runterzuspringen. Zielpunkt ist nicht erreichbar. Erst wenn man hier rangeht, da erscheint es. Weg ist unterbrochen. Könnte ich hier hin Nebelschritten? Ich könnte dahin Nebelschritten. Ha, Hebel. Kommt zurück, Leute. Machen wir so. Hätte ich vielleicht nicht bei ihm machen sollen. Weil wir haben keine kurze Rast mehr. Jetzt hat mein Hexenmeister halt gar keinen Zauberplatz mehr. Das ist ein bisschen ungünstig gelaufen. Gale? Also, du bist ja nur langsam. Okay. Geht's denn hier noch weiter hin? Metalltür. Wir speichern mal. Okay, wir hätten wahrscheinlich einfach mit dem Ding hinkommen können. Stab des Arkans Segen. Zunge des Wahnsinns. Nice. Jetzt können wir das machen. Stab des Arkans Segens? Neuester sortieren. Segen, Verzauberung ersten Grades, Mystras Segen. Segen gewährt zusätzlich 1W4 zu Rettungswürfen und normalen Angriffswürfen so zusätzlich 2W4 zu Zauberangriffswürfen. Kann ich einfach dann casten, oder was? Dann wäre das doch was für Gale, wenn das Mystras Segen ist. Hier, Gale? Bitteschön. You got a better staff, boy. Ich mach mal. Ach nee, das muss ich ja immer machen, wenn ich es brauche, ne? Sieht jetzt ganz schön badass aus, sind wir ehrlich. Magie des Gewebes, eine Einführung. Nur wenig versuchen, das Gewebe zu verstehen, ein Jammer, denn nur wer wirklich mit dem Gewebe im Einklang steht, kann sich rechtmäßige Zauberwirker nennen. Es wirft die Frage auf, was ist das Gewebe? Es ist ein essentielles Element des Universums. Es durchzieht mit unsichtbaren Fäden alles. Es ermöglicht die Magie. Es ist auch, worauf ich aber hier nicht im Detail eingehen will, die Göttin Mystra selbst. Die Göttin Mystra selbst. Hier Magie des Gewebes Mystra und die Zauberpest. Zu sagen, das Gewebe sei magisch, trifft es nicht exakt. Es ist der Rohstoff, aus dem Magie gewoben wird, ganz ähnlich wie eine Ansammlung von Fäden zu einem Kleidungsstück geformt wird. Wer das nötige Talent und die nötige Fähigkeit besitzt, kann das Gewebe manipulieren und die Magie in Form von Zaubern wirken. Diese Fähigkeit zu entwickeln erfordert Jahre des Lernens und des beständigen Übens. Ihr habt vielleicht von jenen gehört, die Zauber wirken können, weil sie eine angeborene Verbindung zum Gewebe besitzen, üblicherweise Zauberer genannt. Oder schlimmer noch, weil sie einen Handel mit einer Kreatur aus einer anderen Welt eingegangen sind, auch als Hexenmeister bekannt. Lässt euch nicht täuschen, ihre Magie ist unberechenbar, unkontrolliert und in manchen Fällen nicht einmal rechtmäßig die ihre. Ein Gewebe ist wirklich zu kennen und zu manipulieren ist eine Kunst. Doch jene Magier, die sie meistern, kennen die endlose Macht und die Schönheit, die das Gewebe bietet. Ja, das haben wir jetzt schon mitbekommen. Flaschenregal. Oh. Büchereien. Magie des Gewebes, eine Einführung. Das haben wir jetzt, glaube ich, schon zweimal gesehen. Vergoldete Truhe. Funken. Der Träger kann nicht schockiert werden. Gewährt Resistenz gegen Blitzschaden. Schriftrolle des Schneesturms. Tagebuch von De Hurst. Lesen.
Eine schön geschwungene Handschrift füllt die Seiten des Tagebuchs und schildert die täglichen Strapazen einer Klerikerin von Mystra, die die magische Eigenschaft des Unterreichs studiert. Der letzte Eintrag liegt etwa 10 Jahre zurück. Alutriak 1481 TZ. Wer hätte vor 3 Jahren gedacht, dass ich ein Tagebuch anfangen würde? Kein Forschungsprotokoll, sondern ein echtes Tagebuch. Ich denke, wenn dich jeder töten will, statt mit dir zu reden, ergibt es Sinn, mit einem Buch zu reden. Und wer hätte vor 3 Jahren gedacht, dass ich nach Baldur's Tor gerufen werde, um mich mit anderen Klerikern der Mystra auszutauschen, am Höhepunkt meiner Studien? Ich habe alle Teile, aber ich habe mit meiner Abhandlung noch nicht angefangen. Egal, ich nehme meinen Ring mit, um ihnen einen kleinen Vorgeschmack auf die Möglichkeit zu geben. Dich lasse ich hier, mein liebes Tagebuch, mit dem Rest meiner Forschung, die nur darauf wartet, abgeschlossen zu werden. Ich sollte vor dem nächsten Chess wieder zurück sein. Hey, die kam wohl nie zurück, I guess. Kann ich das Gale geben, das Zeug? Gale? No rest for the wicked, I see. No rest for the wicked ist sehr richtig. Okay, das interessiert dich aber nicht, dass du das gekriegt hast. Kann nicht geschockt werden. Erstmal kannst du das lernen. Frage ist, brauchen wir das? Schockiert, nicht schockiert werden. Nimm du mal. No one back home will ever believe this. Das stimmt. No one back home will ever believe this. Ist sehr richtig. Ausgrabung der Enklave Nalot. Elminster sagt, Nalot sei ein wunderbarer Anblick, wie am Himmel von Ferun, wie es am Himmel von Ferun schwebt. Und er hatte gewisserlich recht. Diese nesserelische Enklave war einst ein Juwel des Reichs der Magie. Mit Türmen, die sich in den Himmel bohrten, und doch fielen sie, genau wie alle nesserelischen Enklaven. Sie stürzten krachend in die Tiefe, als Karsus Torheit die Magie aus der Welt riss. Doch auch wenn Nalot ins Meer gestürzt ist, in Ruinen wohnt noch immer eine seltsame, verzerrte Schönheit inne. Ich kam von Halrua hierher, als ich hörte, dass die See sich zurückgezogen hatte und die Ruinen von Nalot wieder sichtbar waren. Doch ich war zu langsam. Plünderer hatten den materiellen Reichtum der Enklave gestohlen, dabei einen Großteil ihres esoterischen Reichtums zerstört. Ich habe arkane Bücher gefunden, mit denen Lagerfeuer gemacht wurden. Ihre Magie ist für immer verloren. Ich bin hier einigen Shadowar begegnet, deren Interessen den meinen ähneln, und wir haben vereinbart, die Ruinen gemeinsam zu durchsuchen. Ich bin dankbar für diese Verbünden. Es finden sich in den Ruinen hauptsächlich Tumba-Abenteurer, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass irgendjemand uns beobachtet, um zu sehen, was wir entdecken. Okay. Shadowar sind die Anhänger von Char, ne? Vermute ich mal. Basiliskenöl? Oh, da haben wir nochmal Basiliskenöl. Können wir wieder einen. Jetzt können wir 2 Leute, die versteinert sind, zurückverwandeln. Schriftrolle Dimensionstor. Zum höchsten Lass dich und höchstens einen verbünden an der Stelle, die du sehen kannst. Gale? Magiestufe zu niedrig. Feuerpfeil, bereits bekannt. Ja, gut. Dann können wir den Scheiß verkaufen. Perfekt. Flimmern, Nebelwolke, Überlieferung aus Ferun, Gith und Gedankenschinder. Dieses Buch besteht aus mehreren Kapiteln. Eines zitierte Quelle, angeblich erhält es unmittelbar Niederschriften der mündlichen Geschichten verschiedener Erzähler aus dem ganzen Reich. Kapitel 4, Paludir der Flinke, 700 Jahre alt, Waldef aus dem Wald der scharfen Zähne. Ich musste mehrere Wochen lang still und ruhig in dem Wald leben, ehe der ehrwürdige Palidor sich sicher genug fühlte, seine Anwesenheit preiszugeben. Länger ich blieb und bewies, dass ich keine Gefahr für seine Gesundheit oder seinen Frieden darstellte, desto mehr öffnete er sich meinen sanften Fragen. Diese Geschichte, die er mir eines kühlen Morgens an einem frisch entzündeten Feuer erzählte, war anders als alle, die ich je zuvor gehört hatte. Ich fragte ihn, ob sie erfunden seien, doch er beharrte darauf, dass sie so war, sei wie sein rechtes Auge. Vor langer Zeit, vor meinen Augen und Ohren, vor eurer einsamen Feder, werter Schreiber, gab es ein Reich von Kreaturen, oder vielleicht war es nur Glaube. Ein Reich von Gehirnfressern, Seelenverschlingern, sie nannten sich Elitiden, Gedankenschinder. Die Kinder von Gith auf den Knien, geknechtet im Dienst der Schinder, ein leidenschaftliches Volk, gezwungen, einem kalten Glauben zu dienen. Die Schinder waren unberührbar, ihr Verstand ein großer Unterdrücker. Kein stolzer Wille, keine Leidenschaft konnte Giths Kinder befreien. Doch dann endlich die Abrechnung. Ihre Quelle
ihre Quelle unbekannt, ihre Macht unbewiesen, doch ihre eigene Geschichte verändern. Mögen sie auch in die Knie gezwungen worden sein, sie ließen sich nicht brechen. Gis Kinder wehrten sich tapfer. Sie erkämpfen die Freiheit, die Schinder auf den Knien, gebrochen bis heute. Okay. Spannend. Notizen einer Wahrsagerin. Gis, die Gedankenstunde hatten wir schon. Ein Fall aus der illustren Karriere einer Wahrsagerin Geraldine Schwankner des 13. Kapitels mit einem Eselsohr versehen. Interessant. Die verängstigte Adlige und das Ockerne Omen. Es folgt ein Niederschrift eines Gesprächs zwischen mir und einem jungen Adligen, den ich schon mein Leben lang kenne. Üblicherweise kam er zu mir, um sich in der Fragen der Liebe und des Geldes beraten zu lassen, doch einer seiner Besuche blieb mir im Gedächtnis. Er: Madame, bitte, was ich euch berichte, ist wahr. Ich: Vielleicht wärt ihr so gütig, es noch einmal zu wiederholen. Er: Der Kerl, den ich traf, hatte ockerfarbene Haut, Ohren wie ein Elf und die Nase einer halb verwesten Leiche. Er beschreibt einen Gith. Oder Githyanki. Seine Haut war geziert von Mustern wie jener auf dem Fell eines Rehs. Ich: Ah, und was sagt er, als er euch ansprach? Wo war das doch gleich? Auf einer nebligen Lichtung in euren Landen. Ja, der Kerl, die Kreatur, der Mann kam langsam auf mich zu, eine Klinge in der rechten Hand. Ich war wie gebannt, wie durch einen Zauber zum Erstarren gebracht. Er hielt mir das Schwert unter das Kinn und fragte mich, was ich nicht verstand. Etwas, das ich nicht verstand. Ich sehe es auch vor mir. Die Klinge silbern wie der Mond, wie ein Mond im See unter meinem Kinn. Beruhigt euch. Ihr seid nicht in Gefahr. Ihr sagt, ihr könnt nicht verstehen, was der Mann sagte. Zunächst nicht, nein, zunächst wusste ich nicht, welche Sprache er spricht, doch er schien meine Verwirrung zu bemerken und versuchte es erneut in der Gemeinsprache und er sagte: Sagt, welche Ebene ist dies? Da verlor ich das Bewusstsein und glitt langsam zu Boden. Und dann? Und dann, als ich erwachte, ich weiß nicht, wie viel später, war er fort und ich eilte zu euch. Ruhig, Kind, fürchtet euch nicht, denn ihr wurdet von einem glücksverheißenden Omen besucht. Eure Felder werden dieses Jahr die doppelte Ernte bringen. Wirklich? Doch, wer war er? Er war ein Geist, Spinst eures inneren Dämons, ein Bote eurer tiefsten Intuitionen. Und er kam zu euch, um euch von eurem bevorstehenden Glück zu unterrichten. Und ich sage euch, es kam so. Okay. Spannend. Ist hier noch irgendwas, was uns interessiert? Nur dann hier in dem Bereich, oder? Oberstes Stockwerk, Aufstieg, die Maskensporen. Da können wir sogar noch mehr mitnehmen. Cool. Fackel brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da sind noch ein paar Bücherzeilen. Brief aus Katzenburg haben wir schon. Dann nehmen wir die Schriftrollen noch mit. Hier haben wir noch ein paar Hexenpfeile. Oberstes Stockwerk, Aufstieg. Okay, das können wir jetzt einfach. Speichern mal. Moment, sind wir jetzt auf einem, wo wir schon waren? Auf einer Ebene? Wo wir hingekommen wären, wenn wir von unten hochgelaufen wären anscheinend, ne? Okay, dann können wir nochmal Aufstieg machen. Jetzt sind wir wieder in dem Eingangsbereich. Nee, aber hier waren wir trotzdem schon. Aufstieg. Jetzt sind wir im Eingangsbereich, da haben wir die Truhe hingestellt. Aufstieg. Ja, hier oben waren wir noch nicht. Juhu! Silberglas, nehmen wir mit. Vase. Holztruhe. Porträt von Markus Mails. Markus Mails? Ist das nicht einer aus Divinity? Glaube ich, der Kapitän oder so. Arkane Kunde plus 1, Religion plus 1, Freund des Magiers. Ja, das würde ich mal als Freund des Magiers ansehen. Was habe ich denn für Ringe drin? Illusionszauber und Unsichtbarkeit habe ich nicht einmal gecastet. Sehr gut. Ring des Werfens, Bonus Schadenswürfe. Achso, 1d4 extra. Ja, dann hier, zack. Und Unsichtbarkeit können wir irgendjemand anderem mal geben, bei Gelegenheit. Hier ist ein Knopf. Knöpfe müssen gedrückt werden. Wait, why did that strange dog collar just vibrate? Ich hab das Hundehalsband noch, ne? Ach, Typ. Wo hab ich denn das Hundehalsband hin? Da. Hundehalsband. Wir legen das mal hier hin. Strange collar.
all over it. Ja, das wissen wir schon. Strange place for a button, especially one that doesn't work. Huh. Strange color. It's got runes all over it. Spannend, dass es immer wieder markiert wird. Strange place for a button. Strange color. It's got runes all over it. Definitely magic. Though I wonder what they mean. Okay, wenn ich das drücke. Wait. Dann vibriert das Hundehalsband. Wie kriege ich denn das Hundehalsband an den Button? Achso, Moment. Clever. Food is dispensed for anyone wearing this collar. Geil. Ah, geil. Hundehalsband. Warum? Es ist so nicht notwendig, aber geil. So, was bist du? Konservierter Hakenschreckerkopf. Können wir kaputt machen, wenn wir wollen. Bloß keinen Grund, das kaputt zu machen. So, Bücher rein. Noch ein paar Schriftrollen, Briefe aus Kerzenburg. Lieferung aus Fähre und Gith und Gedankenschön, das finden wir ziemlich häufig. Störung der Nerven und des Verstandes, einer Abhandlung. Lektion zum Leben mit Vernunft. Städte und wie man sie überlebt. Das hört sich schon super an. Über das Meiden der Stadt. Der einfachste Ratschlag an alle Vernünftigen lautet, jede Stadt tunlichst zu meiden. Über Marktplatz aufmerksam mir Harrington. Meine Pelz und Rüben bringen mir in der Stadt mehr ein als auf dem Dorfmarkt. Narren, ich sage euch, eure Pelz und Rüben werden geraubt, lange bevor ihr auf dem Marktplatz der Stadt erreicht. Und ihr bringt nichts als ein paar Beulen und blaue Flecken nach Hause. Über Tavernen. Alle Vernünftigen lehren gerne in Gesellschaft ihre Freunde ein humpenörtlich gebrauten Bier. Ist doch einige von euch haben vielleicht schon von den extravaganten Tavernen gehört, die in den Städten der Schwertküste zu finden sind. Während derben Namen wie zur errötenden Nixe und zum Schnab des Zauberers nicht schon Warnung genug, welchen Sündenpfuhl diese Gasthäuser sind, so lasst euch sagen, ihr werdet gewisslich ausgeraubt, noch ehe ihr euren ersten Humpen geleert habt. Und ihr habt nichts als ein paar Beulen und blaue Flecken als Gesellschaft. Ich erkenne ein Thema. Üble Abwässer. Mutig habt ihr neben eurer Schlafstätte einen Nachttopf stehen, den ihr des Morgens in einem gemeinschaftlich genutzten Grube entleert. Sauberes, vernünftiges Verhalten. Viele Städte haben solch einfache Methoden des hygienischen Umgangs mit dem Notdurft jedoch abgeschafft. Stattdessen fließen die Hinterlassenschaften der Einwohner in großen Kanälen unter den Straßen ineinander. Ein Nährboden für allerlei widerwärtiges Getier. Über die unüberschaubare Größe, Städte sind bei weitem zu groß und ihr werdet euch fast augenblicklich darin verlaufen. Mir sagte einst ein Bursche, Baldurs Tor bestehe in Wahrheit aus drei Städten. Einer äußeren, einer inneren und einer oberen. Das kann sogar sein, er hat es nur falsch verstanden. Er glaubte wohl, mich damit beeindrucken zu können, doch ich spuckte ihm nur ins Auge und schickte ihn fort. Harrington Nathalion. Was ein Typ, ey. Und das hier scheint was Ernsteres zu sein. Es kam zu mir eine Frau, welche ich fürderhin R nennen werde, um sich über das gewöhnliche Verhalten ihres Gemahls, welchen fürhin B nennen werde, wie Benjamin oder Ben, zu beklagen. 3 Monate zuvor hatte er begonnen, nachts zu schwitzen und im Schlaf zu rufen, er trage das Mal des Chaos. 2 Monate zuvor hatte er begonnen, sich selbst Sarefok zu nennen. 1 Monat hatte er ständig von einem Thron gesprochen, den zu besteigen seine Bestimmung sei. Ich suchte Ben im Bauernhaus des Paares auf. Er saß ruhig am Tisch, ein unbekanntes Buch an die Brust gedrückt. Ich konnte weder einen Fluch noch einen bösen Geist an ihm entdecken. Auch keine Magie. Und doch, als ich das Licht der Kerzenflamme auf ihn schien, hob er das Buch hoch in die Luft und rief, die Toten, die sie bringen, werden den Vater wecken und durch sie wird er sich erheben. Ich riss ihm das Buch aus der Hand und warf es ins Feuer, wo es sich mit roter und gelber Flamme verbrannte, sondern mit rein schwarzer. Zurück blieb nur ein einziger Fetzen, auf dem geschrieben stand, er sah seinen kommenden Tod voraus und verbreitete die Samen seiner Essenz im Land. Ben schauderte und seufzte, als würde er von einem Albtraum erwachen. Er hatte keinerlei Erinnerung an das Buch oder die Worte, die er gesprochen hatte. Diagnose, undefinierbare neurotische Verzauberung, Behandlung, Kräuter, Tinktur aus Knoblauch und Thymian, 3-mal täglich eingenommen, bis die Erschöpfung nachlässt. Das klingt ja nicht so smart. Warum dancet denn Karlach einfach mittendrin? Lol. Ich muss ein bisschen lesen. Okay, das kennen wir schon. Amaps. Mein Leben ist eine lange Folge der Freuden. Zu sehen, wie meine
Stadt meine Ideen übernimmt und die restlichen Diskriminierungen der einheimischen Orks beendet. Zu sehen, wie mein Kampf gegen die grauenhaften Lebensbedingungen in städtischen Fabriken Fahrt aufnimmt. Miterleben zu dürfen, wie eine neue Generation diese Ideen einer besseren, gütigen, gerechten und intelligenteren Welt aufnimmt und in neue Winkel des Kontinents trägt. Es war jedoch kein Leben ohne Kampf und ich werde die Misserfolge ewig bereuen. Meine alte Freundin Suelto kommt mir da in den Sinn, die im Alter solch grausame Ideologien übernommen hat. Ich werde mich ewiglich damit trösten, dass ein solch genialer Verstand solche Theorien nur unter der Last der Verbannung und in der Aussicht auf Rehabilitierung entwickeln könnte. Und rehabilitiert wurde sie letztlich ja. Okay. Keine Ahnung, von wem ihr redet. Überlieferung, geht es um Gedankenschinder? Moment, das kennen wir schon. Ich wollte es aufheben. Aufheben. Gravierte Gedanki-Scheibe. Das ist doch was für dich. Like it's well be done. The disc appears in your mind's eye. Lazelle sees it too and considers the vision. Tissue markings. Ancient. I recognize them, but I can't make sense. No. Wait. The texts are enciphered, but I've solved the pattern. It's a story. About Orpheus. Wer ist Orpheus? Your head buzzes in concert with Lazelle's. But it hardly matters. Even without the connection, you'd recognize her discomfort. Jop. Tirsu, sagt ihr? Was bedeutet das? Wer ist Orpheus? Wer ist Orpheus, ist das? A traitor. A dead one. This text is heresy. I can hardly bear to read it, let alone speak it. Sag mir, was da steht. Very well. I will read it to you. Das ist cool. The Prince of the Comet, Part 1. So it was that we were free from Geich shackles and turned our blades on each other. The heavens were shattered, and one great empire was divided in two. Gith traveled to the Hells to broker help for her people, her cause. Vlakith would have you believe Mother Gith proclaimed her our queen. Lies. Gith made no such proclamation. Vlakith seized the empire against the mother's wishes. But Gith had nurtured a son, Orpheus, Prince of the Comet, the true heir. He knew Vlakith's treachery. Orpheus rallied Gith's honor guard and declared the throne for himself. The War of the Comet had begun. This is history, the Gith. Der Gedanki. Disregard this drivel. Gith declared Vlakith Queen of the Empire and her own son defied her. Orpheus would have ceded control to the Geich. Und wenn sie wahr ist, es klingt, als hätte Vlakith Gith verraten und sich den Thron angeeignet. Die Geschichte stinkt nach Propaganda, um Unzufriedenheit zu sehen. Warum regt ihr euch so auf? Es ist doch nur eine Geschichte. Und wenn sie wahr ist? She did nothing of the sort. Thank your good fortunes, I'm a tolerant woman. Or I'd have sliced off a few toes for suggesting it. Okay. Aufheben. Passt ja in deinem Inventar. Bücherhaufen. Auf ins Graue. Aus Barukuir bestimmt zum Regieren, durch böses Tentakel uns quält, will uns verwirren, verführen, den Grauen gehört diese Welt. Orindol stahl alles aus unserer Hand, doch lehrte, wie Waffen man hält. Schmiedet zu Eisen euren Verstand, den Grauen gehört die Welt. Holt zurück, was uns gestohlen, zerstört, was uns nicht gefällt. Der Ausgestoßene hat uns befohlen, den Grauen gehört die Welt. Tauscht Herz gegen Willen aus Stahl und schindet, bis ein Schmerzensschrei gellt. Kündet allen von unserem Fall, denn Grau nur Grau in unsere Welt. Aha. Mal sehen, handgeschriebener Brief. Die Wege der Finsternis. Liebste Leonore, ich weiß nicht, ob ich es schreiben soll, aber euer letzter Brief hat mir große Sorgen bereitet. Warum bei allen Höllen solltest du ein Landheit sehen? Nur weil ihr ein bei Myrnas Grab gefunden habt, ist das noch lange kein Zeichen. Ich mache mir wirklich große Sorgen um euch, Leonore. Ein Landheit ist kein harmloses Haustier.
ihn als Wacht hier zu nutzen, ist die eine Sache, aber ihr scheint von ihm sehr angetan zu sein. Ich weiß, dass ihr nicht zurückkommen wollt, ehe ihr eure Forschung abgeschlossen habt. Aber wenn ihr euch alleine fühlt, steht euch meine Tür stets offen. In Liebe, Amarit. PS. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr den Herbstkrokus an Myrnas Grab gepflanzt habt. Ich weiß noch, wie sie gern darin herumgerollt ist, obwohl sie danach immer nieten musste. Sie war so ein lieber, treuer Hund. Ach so, das war Myrna. Ich wünschte, ihr könnt euch... Ich könnte noch mehr tun. Okay. Nehmen wir mit. Weg in die Finsternis. Die Straßen zur Finsternis, eine epische Tragödie über Macht, Korruption und Einsamkeit. Prolog, eine einsame Straße. Donner und Blitz. Aufritt, Soret, Soret. Ein neuer Laut erhallt in der Dunkelheit. Lauert dort Feind in abscheulicher Wut? Oder seid ihr Freund, ein Retter aus der Einsamkeit? Kommt aus Liebe zu mir, nicht aus Gier und Blut. Auftritt Rysia. Wie soll ich das wissen, Soret? Zu viel Zeit ist vergangen, was weiß ich über euch und ihr über mich? Wartet, ihr habt das Geräusch vernommen. Aufs Amphibius. Was ist das? Diese beiden Gestalten erscheinen mir vertraut und doch sind sie fremd. Es ist Amphibius. Liebster Amphibius, was geschah mit eurem Gesicht? Es scheint blass wie der Tod. Und eure Augen funkeln schwarz wie Schar. Amphibius, und ihr? Ich habe eure Zähne blitzen sehen, scharf wie Klingen, und diese Straße rot von Blut. Was ist hier vorgefallen? Was mit uns geschehen? Abgang, Ende Prolog. Akt 10 Jahre früher. Der Rest des Theaterstücks erzählt die Geschichte von drei Elfenfreunden, von ihrem Weg zur Macht und wie sie sich verdorben, verrückt und einsam gegenseitig umbrachten. Aha. Okay. Gut, dann ist das wohl so, ne? So, wir sind jetzt ganz oben. Ich glaube, es geht noch höher. Moment, warum haben wir hier gerade Geräusche gehört? Bist du wieder, was ich vermute? Ne, sieht nicht so aus. Okay. Ich hatte kurz, es wäre wieder ein Dingens. Ich würde gerne da hin. Hallo. Ich dachte, es wäre wieder ein Dingenspumps. Das kann ich direkt ins Lager schicken. Regal. Nee, ich will nicht mit Lazelle reden. Auch wenn das manchmal eine ganz nette Bereicherung ist. Aber halt nur manchmal. Jetzt gerade nicht. Illustren Abenteurer Baldurans. Ich kombiniere sie jetzt nicht durch. Das kann ich mir anders machen. Teleskop. I spy with my little eye. Nothing of note, really. Dahin wird geguckt. Nothing of note, really, sagt er einfach. Okay, ich glaube, wir haben es durch hier oben. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder in den Aufzug. Muss immer noch was finden. Können wir noch? Wir kommen noch weiter hoch, ne? Aufstieg. New sounds through the Amphidark oppression bridge. Is it the foul? That foul, contemptuous heel. Der, genau, das Theaterstück. Oder seid ihr Freund, ein Retter aus der Einsamkeit? Aus dem Weg, ich entziehe mich für ein Rätsel, ich bin ein Freund, ich komme in Frieden. Oder seid ihr Freund, Retter aus der Einsamkeit? Okay, wir haben es ohne Kampf. I love poetry as much as the next wizard, but using it to command an automaton seems a bit self-indulgent to me. Warum? Ist doch wurscht, wenn es funktioniert. Wie kann ich vertrauen? Wie kann ich mich zeigen? Mein dunkelstes Ich, mein Herzen entrissen. In jedem Wesen leuchtet ein Licht. Es kriecht nach oben in hartem Bestreben. Wie kann ich vertrauen? Wie kann ich mich zeigen? Mein hartem Bestreben. Maybe that was the wrong thing to do. Yep. Das sieht nach wrong thing aus to do. Ihr habt Resistenz gegen sau viel. Gegen Säure nicht, by the way. Säure wäre okay.
Nur gegen Gift. Psychisch, Blitz. Ja. Sehe ich eure Stats? Ihr habt Stärke 18. Puh. Und gegen Hiebsachen auch, ne? Ja, gegen die physischen Sachen auch. Kann ich mich erstmal wegschubsen? Hohe Verteidigung. Wir try. Athletischer Feuerwehr steht instant wieder auf. Ja, das ist nicht, was ich hart sehen würde. Sind wir ehrlich. Das ist natürlich blöd gelaufen. Ich wollte eigentlich das ohne Kampf lösen, aber irgendwie hat das nicht geklappt. So, ihr habt aber gegen Radiant und gegen Feuer habt ihr, ne, aber gegen Radiant nicht. Helfen dann wieder das Brandmagen. Komm ich bis zu dir? Komm ich. Dann rücksichtsloses Angreifen, damit du nicht mehr auf uns schießen kannst. Zack. Und direkt nochmal. Oh, dammit. Nicht beide gehittet. Ja, dann dürftest du nämlich nicht so gut an... Oh, das ist schlecht. Den müssten wir eigentlich auch dann... Ha. Achso, ja, ne? Ich lauf mal. Der ist sogar ziemlich angekratzt dadurch schon. Du müsstest dich... Puff. Du müsstest dich retten. Gegen alles außer Säure. Ne, gegen Eis auch nicht, ne? Gegen Kälte? Kälte ist auch ein Ding, was wir machen können. Kältestrahl. Donnerwoge? Oder wir Donnerwogen ihn einfach weg? Das macht zumindest auch vollen Damage. Versuchen wir mal die Donnerwoge. Trifft das nur Gegner? Wait a second. Festlandwelt und Energie alle Kreaturen und Objekte zurückstößt. Ich wollte gerade sagen, das ist doch. Bloß wenn wir ihn gerade erwischen, wäre, glaube ich, gut. Oh! Oh! Oh shit, I see a problem. Oh Gott, I see many problems. Das ist schlecht. Aua! Es kann sein, dass wir es nicht schaffen, ne? Dann shit. Aua, statische Entladung. Aber der ist doch jetzt eine Ebene zu weit unten. Oh, kommt der damit hoch? That might be a problem. Sind wir mal ehrlich. Wir sollten wahrscheinlich versuchen, ihn rauszunehmen hier. Oh, nice. 10 Damage einfach. Und nochmal 7. Let's try. Machen weg. Ja, sehr gut. Jetzt könnte ich natürlich blitzen, sie, glaube ich. Habt ihr andere Resistenzen? Ihr habt nur psychisch und Giftresistenz. Das ist ja spannend. Jetzt stehst du zumindest in Säure. Spring darüber. Und hau dem auf die Nase. Kannst einfach einen rücksichtslosen Angriff nehmen. Wow. So viel dazu. Kritischer Fehlschlag. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Das ist ja alles uncool. Ich geh mal hier hin und ich hoffe, ich werde nicht runtergeschubst. Das wäre nämlich echt eklig. Der liegt schon mal.
Du hast keinen. Wir können auf dich aber Blitz machen. Aber wir haben nur 40% Trefferwahrscheinlichkeit. Rap, rap, rap. Vertrauten finden. Krabbe. Katze. Spinne. Rabe. Ratte. Das, der ist, glaube ich, nicht so hilfreich gerade. Sänger der Strahle, dies, I guess. Ist aber auch nur ein 40% Hit. Puh. Strahle Übelkeit ist Gift. Das ist irgendwie Quatsch. Segnen. Das ist aber eine Aktion. Dann müsste er sie aber hier hinstellen, damit er mehrere Leute segnen kann. Ich würde sagen, wir gehen mal hier hoch. Und dann haben wir eine 50% Wahrscheinlichkeit. Oder wir machen halt den Move. Was ist denn das da? Runde Flasche. Donnerwoge, that shit. Hat er leider überlebt. Also, widerstanden. War aber ein guter Try, würde ich sagen. Aua? Ja, der kommt damit. Oh oh. Au! Au! Scheiße. Alle Konstrukte in Bernards Nähe bewirken mit Waffenangriffen zusätzlich 3 bis 8 Schaden. Alle anderen 2 bis 16 pro Runde. Sie steht neben einem statisch aufgeladenen Bernard, bewirkt zusätzlich. Oh, puff. Okay. Das ist aber eine Aktion. Ich würde gerne den Nahkampfwaffen weiter benutzen. Explodiert beim Auftreffen und stößt Ziele 5 Meter zurück. Let's try. Nope! Ich krieg Damage zurück. Oh Gott. Das ist ja richtig eklig. Wir können das nochmal versuchen. Dann kriege ich nichts zurück, aber der hat Rettungswürfe, schafft er leider immer wieder. Ja. Bleib mal da stehen. Du machst rücksichtslosen Angriff auf den und hoffen wir, dass du den demnächst raushaust. Geil, kritischer Hit. Darfst nochmal. Sehr, sehr geil. Kannst du da hinspringen? Hä, wieso ist denn Ben jetzt gestorben? Hä? Das verstehe ich nicht. Jimmy on the go. Der war ja gar. Ist der mal nicht dran und Ben war nicht dran. Warum ist Ben gestorben? Der hatte gerade noch 3 HP. Dice roll in my favor. Der hatte gerade noch 3 HP. Nach der hohe Verteidigung. Wieso hast du jetzt hohe Verteidigung? Wo kommt hohe Verteidigung her? Ich sehe sie nämlich nicht. Ich sehe es wirklich nicht. Unsichtbares Sehen nützt mir da gerade gar nichts. Feuerpfeil. 55 hohe Verteidigung. 25. Achso, weil ich im Nahkampf bin oder was? Bin ich zu nah dran? Ich war zu nah dran. Hexenpfeil. Segen. Auf mich. Auf den. Und Gale sich selber? Er kann sich nicht selber segnen oder was? Er kann nur andere segnen.
So. Der ist so rausgegangen, leider. Das macht aber kein extra Damage. Konzentration erfolgreich, Konzentration erfolgreich, okay. Er ist schon mal daneben gehauen. Okay, wenn er seine Runde beendet, scheint er das auszulösen. Aus Gründen. Finte 7 bis 21. Let's try. Death, you will not take me. Warum kann ich das nicht machen? Auch weil ich keine Bonusaktion mehr habe. Wenn ich jetzt nochmal zuhaue, bin ich halt tot, ne? Aber sie ist sowieso dann tot. Also es ist echt heftig. Pfeil des Imantas. Habe ich aber Nachteil, weil ich jetzt an Dingens stehe. Ja. Schwein gehabt. Pfeil des Imantas. 35, 30. Ich könnte Leben zurückkriegen damit. Wenn ich treffen würde. Nope, kritischer Fehlschlag. No Leben für mich. Rücksichtsloser Angriff, let's go. Try again. Kampfrausch beenden will ich gar nicht. Tale for the ages. Du hattest. Hast du Resistenz gegen. Ja, dagegen hattest du Resistenz. Aber nicht gegen Feuer? Doch auch gegen Feuer, Blitz, Gift, das ist Giftschaden, ne? Wir haben keinen Säureschaden. Das ist auch nochmal Feuer. Schallschaden ist das einzige, wo ihr keine Resistenz gegen habt, ne? Ah ne, Kälte. Kältestrahl. 16 Kältestrahl, das war ordentlich. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist. Nein, nicht das. Ich will ihn schubsen. Ja, der fliegt eh nicht weit. Na gut. Aber da er Fernkämpfer ist, ist das, glaube ich, besser, wenn ich dran stehe an ihm. Dann sollte sie weniger hitten. So, du bist jetzt betäubt. Ja. Wenn du den platt machst, kann, glaube ich, unsere Karlach darüber sprinten und den angehen. Nevermind. Wir müssen die erstmal platt machen. So, spring so weit du kannst. Und dann würde ich sagen, machen wir hier noch einen rücksichtslosen Angriff, der fehlschlägt. Blöd gelaufen, I guess. So, du kannst aber von dir gar nicht wieder weglaufen. Moment, habe ich nicht gerade hier Kältestrahl? Kälte ist ein gutes Ding gegen euch. Nice. Und dann laufen wir wieder ran. Wenn du schlechter trifft. Oh. Und du triffst aber dann. Lol. Hätte ich nicht gedacht, dass du triffst. So, wir können Ben mal wieder aufhelfen. Hilf ihn mal hoch, weil er sollte eigentlich gerade keinen Fokus mehr haben von irgendeinem Gegner. Nebelschritt, den kannst du kostenlos wirken, ne? So, guten Tag. Rücksichtsloser Angriff, it is. Jo, er hatte ein HP noch. Dammit. Survival is all that matters. Jop, survival is all that matters, das ist ein ganz guter Punkt. Ich habe keine. Oh Mann, ich habe keine Aktionen mehr, weil mir aufgeholfen wurde die Runde oder was? Dann bin ich blöd gelaufen. Egal. No bloom, all doom. Kältestrahl. Kann ich ihn von Freecasten? Nee. Doch, Hervorrufung. Kältestrahl ist ein Zaubertrick? Yo, what? Der ist voll gut. Oh, jetzt hat er doch mal Damage gekriegt. Was, hab ich gesagt? Zweimal Damage gekriegt. Das ist natürlich doof. Sind wir ehrlich.
Habe ich wohl den falschen Text gewählt hier? On the move. Ich kann nur das hier machen, jetzt aktuell gerade. Das glaube ich, genau nichts tun wird, genau. Wop, wop, wop. Gnadenlose Wildheit mal benutzen. Oh, ganze 5. Es war ja nicht so viel. Boom. 13. Für einen Zaubertrick. Ordentlich. 70. Fehlschlag. Hoffentlich überlebst du das. Nope. Es ist alles ein bisschen schwierig hier. So, wir gehen mal Gale aufhelfen. Was? Ja doch, hilf mal Gale. Geh mal Gale aufhelfen. Wir sind hier richtig platt gerade. Servus. Speichern. Das erste, was wir tun müssen nach dem Fight. Holy shit. Der hat aber hart geknallt, der Fight.